Mensch, die muss doch irgendwo. Irgendwo muss das doch sein. Ich hab die doch irgendwo noch rumfliegen sehen. Mensch, bei dem Chaos wird man doch echt wahnsinnig. Die können auch echt kein bisschen Ordnung halten, diese Affen. Ah, was haben wir denn hier? Oh, verdammt. Das sind nur die Fotos der letzten Sig Weihnachtsfeier. WTF. Arvid dreht dem Weihnachtsmann Frischkäsesemmeln an. Aber wo habe ich denn diese verdammte... Hier ist auch echt nur Schwachsinn drin. Ich meine, was soll dieses Deutsch-Arni-Arni-Deutsch-Wörterbuch hier? 10 Steps to Screaming, Put that cookie down, like your favorite Terminator? Gott! Hallo? Nico, it's Roman. Let's go bowling. I don't want to go bowling now. I'm looking at this random shit. Oh, was ist das? Nigerius Ishma. Ich hätte ihm nicht empfohlen zu sterben. Eine philosophische Abhandlung über das Leben eines Hobos. Hallo? Hallo? Spreche ich da mit dem Büro von Sick Enterprises? Wann kommt die nächste Folge von dem Babu? Immer diese verdammten Fans. Gott! Auf Sick gibt's kein SCP! Yo, yo, Dude, Eddie, Mann, Dude. Du wirst es kaum glauben, wir haben tatsächlich, und jetzt pass auf hier, ja, wir haben tatsächlich die schon seit Ewigkeiten verloren geglaubte Latecast-Folge wiedergefunden. Herzlich willkommen zum Latecast, meine Damen und Herren. Hier sind Ihre Moderatoren Arvid und Silas. Ja, herzlich willkommen, Freunde, Pappkameraden, mal wieder hier zu einem Latecast bei Sick Enterprises. Mensch, das ist ja, eine Weile jetzt wieder gewesen und ich komme mir wirklich vor wie, keine Ahnung, erstmal hallo zu meinem Co-Host hier. Ja? Yo, also, hi, hallo, das bin ich. Ja. Ich komme mir echt vor wie in der Zukunft. Für mich ein völlig neues Erlebnis, im Wohnzimmer zu sitzen und hier meinen Surface zu haben und einfach... so völlig unwired zu reden, so so irgendwie, keine Ahnung, crazy shit. So, da muss ich mir diese ganzen Memes vorstellen, wie wieder... Von SpongeBob, the future, Nee, okay. Wie irgendwie wieder irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand entwickelt irgendwas Dummes, zum Beispiel, habe ich letztens einen gesehen, da war es bei denen überflutet und hat er so Flipflops an so Plastikhocker gebunden, damit er nicht durchs Wasser gehen muss. Oder so. Und dann kommt immer nur, we're all living in 2017, while this guy is already in 3017. So eine Scheiße. Genauso komme ich das mir Ganze gerade gibt's vor. Das Ganze gibt es ja immer auch noch im Positiven und im Negativen, wo dann immer so, ja, wir könnten das und das haben, aber wir haben Hochwasser-Flipflops. Ja. Ich weiß, was ich jetzt machen werde. Ja, man muss ja auch sagen, Hochwasser ist jetzt auch, also ich kam mir teilweise ja bei dem Wetter in den letzten anderthalb Monaten so vor, so, ja. Climate change is real, we have to fight it, it's happening right now. Um mal Leo zu zitieren, das, keine Ahnung. Es gibt ja immer halt im Sommer auch Gewitter und Shit, aber irgendwie war es besonders extrem. Der Regen, Mann, fuck, und, das ging also, echt lang. Kollege wohnt ja in der Nähe von Berlin und da ging ja richtig der Shit ab. Also überflutet und, ja, ich hab, und so. Ich habe nur auf Twitter von der BVG, die übrigens immer noch eine super PR-Kerl hat oder Frau, Fotos gesehen und oder Videos, wo, jetzt halte ich fest, eine Straßenbahn durchs Wasser gefahren ist und dann haben, was haben sie gesagt? Wir schwimmen schon in der Früh unsere Bahnen oder so, irgend so einen schlechten Wortwitz. Naja. Ich habe meinen Kaffee auch hier, ne? Es ist zwar schon spät, aber ich muss lange aufbleiben, ne? Dann kann ich direkt zum ersten Thema. Weil heute kommt die dritte Folge der siebten Staffel Game of Thrones. Und da muss ich, also ich mache ja dieses Jahr, ich hatte kurz überlegt, weil ich ja letztes Jahr so Recaps gemacht habe zur sechsten Staffel, ob ich das wieder mache.
dann habe ich mir gedacht, du bist so semi-motiviert, da jede Woche dich hinzusetzen und das so möglichst schnell dann ja auch, weil man ja nicht irgendwie der Letzte sein will und so. Und dann hatte ich auch noch Uni und bla und dann war das so, ach, ja, nee. Aber die Begeisterung, die ist natürlich größer denn je. Also keine Ahnung, ich war bei dem, vor allem beim zweiten Trailer. Der erste Trailer hat mich auch schon gehypt, aber der zweite Trailer zur siebten Staffel war einfach nur so, fuck, 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 das ist so, oh, keine Ahnung. Es gibt ja so in der aktuellen Medienwelt, da sind ja, man ist ja ständig so ein bisschen übersättigt und so und dann gibt es halt wenige Sachen, wo man wirklich sagt so, wow, das begeistert mich so krass und so, ne, irgendwie weiß ich nicht. Ja. Und bei Game of Thrones, I'm all over it. Es ist einfach so kompletter Hype und weiß ich nicht. Es ist auch, was ich auch nochmal, wo ich drüber nachgedacht habe, was einfach cool ist, zum Beispiel, wenn du jetzt Netflix hast und dann kommen die ganzen Netflix Originals oder so, die machen es ja so, dass die eine Serie machen und dann kommt die Staffel an einem Tag raus. So. Und dann kannst du halt sagen, okay, jetzt gucke ich heute 2 Folgen, nächste Woche dann nur eine und dann habe ich wieder mehr Zeit geguckt und so. Oder Binge-Watchen, wie das ja heißt. Ne, so kannst du auch machen, ist ja scheißegal. Es wird dir selbst überlassen, aber dadurch wird dem Ganzen auch dieser Event-Charakter geraubt, der Game of Thrones, wo jede Woche nur eine Folge erscheint, immer noch hat und was einfach so geil ist. Du hast eine Folge, die dich teilweise wieder komplett, also die erste war so, ja, schöner Auftakt, aber die zweite hatte ein paar richtig krasse Sachen, fand ich zumindest, ohne jetzt zu spoilern. Und dann hast du die ganze Woche und hast diverse Kanäle, auch deutsche, zum Beispiel kann ich empfehlen Nerdkultur, wer Game of Thrones geil findet, immer noch cooler Channel. Und dann macht er einen Livestream und dann redet er mit irgendeinem anderen Typen, den sich da geholt hat, eine anderthalb Stunden darüber, so wie ich das im letzten Jahr mit meinen Recaps auch gemacht habe. Und dann ist das halt so, du spinnst die ganze Zeit deine Theorien, du könntest nächste Woche weitergehen und du, keine Ahnung, hast hier historische Vergleiche, die dann der eine wieder und so. Das ist total geil und das beschäftigt dich dann halt noch über die Woche, während du weiter wartest und so. Ich hasse es. Herrlich. Ich habe ja irgendwann angefangen, Webcomics zu lesen. Und ich hatte mit Serien an sich, weil ich ja sehr, sehr wenig Serien an sich schaue und deswegen auch nie irgendwie jetzt eine aktuelle, wo jetzt die halt nicht regelmäßig rauskommen würde, sondern die meisten Serien, die ich bisher geschaut habe, die sind schon komplett draußen. Und ja. Mhm. Und ich, oh mein Gott, ich finde das so schlimm, wenn du dann die Folge geschaut hast und warten musst. Ich kann das gar nicht. Oh. Und deswegen wäre auch die Sache, die Netflix macht, so für mich total schlimm, das Ganze in einem rauszubringen, weil ich dann wieder einfach komplett unproduktiv bin. Oder je nachdem, wie lange du brauchst, das ist ja auch das Ding. Oh, das ist ganz schlimm bei mir. Das ist richtig schlimm, wenn ich irgendwie anfange mit irgendeiner Art Serie oder sowas, dann ganz oder gar nicht. Ich bin dann immer noch eine. Es ist schon 3 Uhr, ich muss morgen 5 Uhr raus. Noch eine. Ja, das... Deswegen schaue ich auch so wenig, weil immer wenn ich eine schaue, dann bleibe ich... Also das Ding mit Game of Thrones ist ja auch, dass jede Staffel hat ja immer 10 Folgen bisher gehabt. Jetzt, wo sie... Das ist ja die vorletzte Staffel. Nächster Jahr kommt dann noch die 8 und dann ist vorbei. Ja. Da reduzieren sie die Folgen, weil sie halt... Sie werden trotzdem ziemlich viel erzählen, aber es gibt halt weniger so... Also... Es geht jetzt nur noch in dieses Endgame-mäßige und so, und das ist ja auch das Geile, was halt zum Beispiel auch, keine Ahnung, ist jetzt ein blöder Vergleich, aber was ja halt Marvel auch so smart macht einfach, ist ja dieses Worldbuilding und dass das alles übergreifend irgendwie auch zusammenhängt und shit und dass du ja Sachen wirklich machst, die früher einfach immer so, hat sich jeder Nerd irgendwie gedacht so, wow, wie geil wäre das denn, wenn es mal einen Film gäbe, wo dann die Superhelden alle zusammen da in einem Shot sind, oh mein Gott, und so, ne, solche Sachen halt. Und Game of Thrones, du hast die ganze Zeit deine Theorien gehabt und jetzt kommt so Endgame-mäßig alles so irgendwie zusammen und Charaktere, die halt immer ihre einzelnen Storylines hatten und nur mal so übergreifend sich vielleicht erwähnt haben, die finden jetzt so zusammen und so. Und das ist jetzt halt so alles so, fuck, mind-blowing. Du kannst es, wenn du es siehst, teilweise gar nicht richtig glauben, dass das gerade wirklich passiert. Deswegen finde ich auch ein Zitat, das ist jetzt ohne großen Spoiler, ich sage jetzt auch nicht, wer das sagt und so, aber da sagt halt ein Charakter, what about this is actually happening? So, can you believe it? Und das ist halt exakt so die Zusammenfassung. Und was soll ich jetzt sagen? Genau, jetzt haben die reduziert halt die Folgenanzahl und ich weiß schon genau, dass ich nach der 7. Folge, dass sie mich wieder komplett so zurücklassen wird, so, fuck, du musst jetzt über ein Jahr warten. Oh, das hat letztes Jahr schon so wehgetan, dass ich da, weil da ist auch sowas
das sind so krasse Sachen. Die letzten zwei Folgen der sechsten Staffel waren meiner Meinung nach, gehörten zu den besten Game of Thrones Folgen ever. Also die vorletzte hatte eine Szene, so eine Schlachtsequenz, die einfach, die war, also gut, Herr der Ringe ist jetzt auch schon ziemlich alt, deswegen kann man das schwer vergleichen, ist ja tatsächlich schon, also was mir auch nochmal klar geworden ist, so fuck, 2003 oder 2004 kam der Rückkehr des Königs raus und das ist jetzt schon so voll lange her und so, auch mal wieder so getting old. Aber das war ja für mich immer so, wenn ich mir so Fantasy-Schlachten vorgestellt habe, waren das ja immer so die Maße. Und es ist ja schwer zu vergleichen, weil auch wenn Game of Thrones immer so fantastischer geworden ist, so mit Drachen und Shit, war Herr der Ringe ist ja nochmal so, da sind Orks und Goblins und so ein Quatsch, das du ja in Game of Thrones gar nicht hast. Also mehr Fantasy noch. Aber jetzt haben die einfach so eine Schlacht rausgehauen, die einfach irgendwie, wo die so eine gefühlt ohne Schnitt, also so eine Sequenz hatten, wo der da 30, nee, anderthalb Minuten, keine Ahnung, lange, ich weiß nicht mehr, vielleicht ist es auch nur eine Minute gewesen oder 45 Sekunden, auf jeden Fall ein sehr langer Shot, wo der durchs Schlachtfeld rennt und du einfach merkst, was für ein fucking Chaos das in so einem echten Dings sein würde, ja. Halt auch, ich könnte stundenlang darüber reden. Auf jeden Fall, warum ich angefangen habe, dass ich jetzt Kaffee trinke, das war ja der Ursprung, ist, weil heute Game of Thrones wieder rauskommt und Sky Ticket habe ich mir geholt, das kostet 1 Euro im Monat, war so ein Angebot, habe ich mir gedacht, okay, so. Und dann kommt die Folge hier in Deutschland parallel zur US-Ausstrahlung raus, die um 9 Uhr dann auch ist. Auf Deutsch USA. Oder? Für dich ist es vielleicht eh wurscht. Ich gucke es ja sowieso auf Englisch. Wer Game of Thrones auf Deutsch guckt, das muss ich auch gleich nochmal anschneiden. Aber so. Und dann kommt die raus, kommt dann hier um 3 Uhr nachts raus. Und bisher konnte ich das immer nicht direkt gucken, sondern erst ein paar Tage später, weil Uni und bla. Und, aber jetzt habe ich ja frei. Das heißt, es wird schön bis 3 Uhr wach geblieben und dann die Folge noch geguckt, die eine Stunde geht, weil ich einfach, herrlich. Ist für, also wirklich absolut, das ist ein Event und ich bin gespannt, was passiert, wenn nächstes Jahr die letzte Staffel zu Ende geht. Die wollen zwar noch Spin-offs machen und so, aber das Ding an sich ist ja dann wirklich vorbei erstmal und da bin ich gespannt. Das ist so ähnlich wie Breaking Bad. Das war halt auch so ein Riesending und so. Als das vorbei war, war es dann halt auch so, ja, okay. Ne? So, Game of Thrones, wer Game of Thrones auf Deutsch schaut, ja. Also, wer in unserem Alter ist, ich kann nicht verstehen, wie man dann nicht irgendwie Englisch lernt. Ja. Das da, also vor allem, oh Gott, ich kann ja verstehen, wenn man bei manchen Sachen so das auf Deutsch guckt so und so, ja, weil da ist es, bei manchen Sachen ist es echt, naja, gut, nicht so wichtig, aber Game of Thrones hat so eine unfassbar krasse Riege an Premium, an den besten britischen Schauspielern. Und es kommt aus dem Englischen, es ist alles so, die Namen, die in der Welt sind alle so Englisch, allein, also es gibt einen Charakter, der heißt Jon Snow und Snow ist halt sein Nachname, weil der, also so heißen Bastarde, ja, im Norden, so, und im Winter, im Süden heißen die Summer, glaube ich, und so, und im anderen Königreich heißen die Sand und so, die Bastarde von irgendwelchen Lords heißen dann halt so. Und allein, wenn ich mir anhören muss, wie die ja im Deutschen das wirklich übersetzt haben, John Schnee. Das ist schon, das soll ich auch nicht bekommen. Wenn das ist schon, also das kann ich mir doch nicht, das ist so cringy. Naja. Ja. Gut, ich will mich da jetzt echt nicht, ich habe jetzt auch wieder ewig geredet, ich will mich da jetzt nicht, bei Game of Thrones geht es mir echt ab in letzter Zeit mal wieder. Ja, es ist schon krass, also ich, ich müsste ja theoretisch auch mal anfangen und mich mal rein, aber momentan habe ich irgendwie weder Lust noch Zeit, aber naja, irgendwann werde ich es schon nochmal tun. Dann vielleicht auch nachvollziehen können, warum alle hier so gehypt sind. Ja gut, es ist halt so ein, die setzen halt Standards für neue Serie, für Serien, es ist halt so das Produkt irgendwie unserer Zeit, ja. So gefühlt auch aktuell, was so serienfilmmäßig was angeht, weil ja, was ich als nächstes mir ins Auge fassen wollte, was Serien angeht, auf jeden Fall war mal, weil ich das mir das vom Kumpel so empfohlen wurde, war Westworld, glaube ich, heißt die. Weil das soll es irgendwie so um KI gehen und Zeug, was ja persönlich und Sci-Fi und was ja eher so mein Ding ist. Und und hat ja echt ganz cool so beschrieben, so, ja, die wird ja bestimmt total taugen. Ja, so Simulation und so auch. Aber ich dachte, okay,
Aber bisher bin ich auch noch nicht dazu gekommen. Müsste ich mal machen. Aber das Problem ist, dass ich... Ja, Westworld ist ja auch von HBO, deswegen. Okay. Also das ist auf einem... Also HBO... Also die haben auch so ein paar Sachen, so die einfach mich nicht interessieren. Aber prinzipiell ist HBO ja wirklich tatsächlich qualitativ immer ziemlich gut. Weil die machen halt einfach dann Shit. Klar, im Vergleich, man sieht heute schon, dass Game of Thrones damals das Budget einfach noch nicht so hoch war. Und jetzt sind die halt echt so, ja, komm hier, willst noch ein bisschen mehr CGI reinhaben? Ja, take it, take the money, hier. So, weil die einfach, das ist das Steckenpferd von HBO und das ist halt einfach der Shit. Einfach. Dann pumpen die da halt auch Geld rein, ne? Aber HBO ist einfach geil und Westworld, da ist jetzt der Trailer für die zweite Staffel rausgekommen. Habe ich selber noch nicht gesehen, aber wollte ich mir unbedingt angucken, weil es ja auch HBO und so. Ja. Und Dings, Anthony Hopkins spielt mit. Also jetzt bin ich ja wieder am falschen Fuß ertappt. Aus Schweigen der Lämmer Dings. Ich habe, okay, erstens, ich habe Schweigen der Lämmer nicht gesehen. Schweigen der Lämmer nie gesehen. Und zweitens bin ich unglaublich schlecht mit Schauspielern. Was hat er denn noch gespielt? Das ist echt faszinierend, aber ja. Was hat er denn noch? Der hat Dings. Weißt du was? Er hat mehr bekannte Rollen gespielt. Ich sitze hier doch nicht umsonst. Am PC. Tipp, Tipp, Tipp. Aha. Ja, den kenne ich. Irgendwoher. Habe ich schon mal gesehen. Jetzt lies mal vor, wo sie ja noch mitgespielt haben. Oh, kommt Felix gerade alles nicht ein. Warte. Filmografie. Das steht ja bei Google immer so schön. Der Löwe im Winter. Hamlet. Krieg im Spiegel. Das Mörderschiff. Krieg und Frieden. Aber bei Zorro das hat er Mädchen auch noch von Petrovka. Das jetzt vielleicht nicht. 18 Stunden bis zur Ewigkeit. Was im Englischen einfach nur Juggernaut heißt. Okay. Der Doktor und das liebe Vieh. Okay. Die Entführung des Lindbergh-Babys. Audrey Rose, das Mädchen aus dem Jenseits. Dum, dum, dum. Keine Ahnung, Brücke von Amheim, Magic, bla 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 bla. Alles Glück, Elefantenmensch. Naja, auf jeden Fall ein hochkarätiger Schauspieler. Ach, scheiße, habe ich es jetzt falsch gemacht. Der mit Schweigen der Lämmer so auch spätestens sich in die Ewigkeit eingeführt. Der Prozess, hat. Das kennt man doch auch immer mehr, oder? Der Prozess kommt mir bekannt vor. Klingt nach Kafka. Stimmt. Ja. In Thor hat er scheinbar auch mitgespielt. Gut. Ja, ach ja, stimmt, da spielt der Odin. Krass, ja. Also den Vater von Thor. Das Spiel der Macht. Ja, mehr kenne ich da. Ja, der hat glaube ich, auch Mission Staatsfeind Nummer 1. Die Maske des Zorro. Ja, da spielt er den alten Zorro. Also, das ist ja quasi auch so. Der, ne? Fand ich als Kind cool, habe ich letztens nochmal gesehen, war so, ja. Aber man muss sagen, ich fand, es ist halt ganz schön gewesen zu sehen, dass so es war so ein bisschen praktisches Stunts-mäßig und so, war dann auch okay. Aber jetzt halt auch nicht wirklich. Also es ist schon ein bisschen bescheuert, wenn er da steht und dann so, ich bin so, und dann macht er so ein Z-Schlitze dem in den Hals und so. Und das ist dann halt so cringe. Ja, keine Ahnung. Ich habe letztens auch ganz kurz, aber nur von... Oh Gott, wie heißt denn der immer mit dem, jetzt fallen mir alle Namen wieder nicht mehr ein, der mit dem Choleriker immer, das war so sein Lieblingsschauspieler, ganz, ganz uralt, Nosferatu auf jeden Fall, habe ich mir kurz angesehen, war auch recht interessant, aber hat der auch Choleriker. Gemerkt, dass er alt ist. Der kam in letzter Zeit immer ganz oft in den Werbungen für diese Masterclasses da und der Schauspieler heißt Kinski, Klaus Kinski. Und wie heißt der Regisseur dazu? Oh, Masterclasses. Dass mir das jetzt nicht einfällt. Ja, Dings, ne? Ja. Ja. Muss jetzt zwar an Martin Scorsese denken, aber es wird da gar nicht sein. Nein. Nee, Quatsch, macht ja das keinen Sinn. Ei weh. Ja. Naja, wir könnten theoretisch schon mal einen ersten Break machen. Weil wir jetzt gerade bei guten Zeit sind. Das ist ja bei Bladecast immer so, dass wir Breaks machen und da Musikempfehlungen abgeben. Nämlich, wir haben immer noch unsere Playlist. Oh ja, stimmt. Aber du musst noch ganz kurz entertainen, weil ich muss jetzt hier ganz kurz das herausfinden. By the way, Eigenwerbung kann ich ja in der Zeit machen.
Wer mir auf Instagram folgt, ich habe das jetzt nicht jede Woche gemacht, aber immer mal wieder, die Tunes of my week, yo, wo ich immer so ein bisschen einfach so ein billiges Photoshop-Bild gemacht habe mit einem Link zu einer Playlist, inzwischen auch auf Spotify, wo ich dann immer so zusammenfasse, was ich in der letzten Woche viel gehört habe, theoretisch. Falls euch die sicken so. Tunes nicht genug sind. Genau, dann kann man so ein bisschen in meinen Musikgeschmack eintauchen, der sehr variabel ist, wo manche Leute sich fragen, warum hört ihr jetzt plötzlich wieder schlechten Deutschrap und dann nächste Woche wieder komischen, also dann nächste Woche wieder System of a Down und dann wieder und so. Ja, ich entdecke die Welt der Musik, entdecke Sachen wieder, verliere sie wieder, dann entdecke ich sie wieder, dann entdecke ich was Neues und dann verliere ich das wieder. Kenn ich nur und so geht das immer weiter. Ich glaube, mein Musikgeschmack ist auch relativ divers. Übrigens habe ich jetzt den Namen herausgefunden. Es ist Werner Herzog. Werner. Ja. Alright. Damit verabschieden wir uns in die Pause. Wer willst du was für die Plays sagen? Weil ich würde eigentlich gerne nach dem nächsten Ding was. Oder dann sage ich jetzt was für die Playlist. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was, weil es. Weil das eine Lied gibt es nicht mehr auf YouTube scheinbar. Es wurde runtergenommen. Aber egal, dann nehme ich ein anderes Lied von dem. Auf Spotify. Und zwar ist mir letztens aufgefallen, nachdem ich unsere Playlist ausgecheckt habe, dass ich noch kein Lied. Das ist überraschend noch wenig. Kein Lied von Lorne empfohlen habe. Was natürlich so gar nicht sein darf, als großer Lorne-Fan. Ja, du kannst ja auch deine Fame Story mehr erzählen, wie du ihn angeschrieben hast, ob du das im Video verwenden darfst. Und das dann war nicht Lorne. Oder war das nicht Lorne. Das war. Oh mein Gott, das war VHS-Glitch. Der macht Synthwave. Synthwave, finde ich noch sehr schlimm auszusprechen. Ich kann das nicht. Synthwave. Egal. Ja, Lorne hingegen, den kennt man eventuell, wenn man sich das ein oder andere GoPro-Video angesehen hat. Oder. GoPro? Ja. Das soll ich betonen. Spartan Laser. Oder wenn man Dirt 3 gespielt hat und höchstwahrscheinlich auch ziemlich viele andere Games. Oh. Ich habe Dirt 3 gespielt. Ja. Und deswegen, glaube ich, nehme ich jetzt auch das Lied aus Dirt 3, das auch auf YouTube verfügbar ist. Und zwar empfehle ich von Lorne Cherry Moon. Also wie im Englischen Cherry Kirsche und Mond, ne? Also ja. Und das ist ein sehr tolles Lied. Und Lorne ist im Generell ein sehr toller Künstler. Und den solltet ihr alle auschecken und anhören und toll finden. Danke sehr. Okay. Ja. Okay, bis gleich. Der Latecast mit Silas und Arvid. Und hier sind wir wieder nach einer endlos langen Pause. Sind wir wieder. Zurückgekehrt. Aus den Tiefen des Podcasts-Universums. Oder so ähnlich. Okay, es wird schon wieder weird. Immer. Ich glaube, das hat jetzt. Ich hoffe, hier hat mich irgendwas runtergeguckt. Das kommt mir gerade so. Nee, hat es gar nicht. Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt ein Thema hast, was du direkt ansprechen wolltest. Ich muss sagen, ich bin ja dieses Mal irgendwie so relativ schlecht vorbereitet hier. Ich habe eigentlich nicht wirklich viel, was ich so von mir aus jetzt sagen könnte, also was es nicht kommentieren wäre. Mir würde was einfallen, was ich vielleicht noch kurz ansprechen möchte, aber in gewisser Weise ist es eigentlich eher was glaube ich, ins erste Segment gehört hätte. Somit bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Ja, also weil ich habe ja noch ein großes Thema, was ich nochmal ansprechen wollte, irgendwie so öffentlich. Ich wollte mich nochmal, weißt du, so aus meinem weißen Haus rauskommen, ne, an das Podium stellen und öffentlich eine Rede halten. Nee, aber ich, keine Ahnung, mich hat das sehr beschäftigt und ich finde, da sind viele Sachen so schwierig. Ich glaube, sind nunmehr 10 Tagen oder so, war ich mit ein paar Kollegen im Discord und so und dann haben wir CS gespielt und dann gucke ich plötzlich so in diverse News rein und so und auch auf Facebook und überall hast du nicht gesehen und dann hast du die Nachricht bekommen, dass Chester Bennington. Ja, ich muss das halt einfach nochmal, keine Ahnung. Das ist ganz gut, dass es darum geht. Also Chester Bennington, der Sänger von Linkin Park. Gewisserweise ist es auch nicht gut. Verstorben ist. Und das hat mich dann irgendwie relativ eiskalt erwischt, irgendwie so, weil man das natürlich nicht erwartet hatte. Und deswegen wollte ich einmal darüber reden, weil Linkin Park so für mich einfach eine der Bands unserer Zeit war oder ist, je nachdem, wie man das jetzt beurteilen möchte, jetzt wo das halt passiert ist.
Und ich halt immer Linkin Park gehört habe. So. Also es war halt eine der ersten Bands, wo ich wirklich gesagt habe, finde ich geil, möchte ich jetzt wirklich hören, so als bewusste Entscheidung irgendwie dann als Kind. Und ja, war dann halt irgendwann früher oder später, so mit 14, 15, auch das erste so richtige Konzert. Also vorher hat man irgendwie auch schon mal irgendwie so, aber nie halt so von der Band und wirklich cool und so, ne? Und dann war ich halt in Köln in der Lanxess Arena mit einem Kollegen und das war dann das erste Konzert, wo ich wirklich war. Und das war dann halt auch voll cool. Bring mich mal kurz und, up to date hier. Ja. Wie war denn das jetzt am Ende? Waren die noch irgendwie zusammen, also noch so richtig aktiv als Band? Oder war das eher so? Ja, also ich habe ja ganz viel zu erzählen hier. Also kommt ja alles noch. So, und deswegen fand ich das jetzt echt tragisch. Und keine Ahnung, du hast das ja auch schon, als wir über WhatsApp kurz darüber in unserer Gruppe geschrieben haben, ganz gut herausgestellt, dass so alle irgendwie in den Headlines dann geschrieben haben, Chester Bennington ist verstorben und so, und dass die Bild dann direkt ankam, so, hat sich erhängt. Ja. Ach, das, ja, das, und auch im Nachhinein gab es ganz viele dumme Sachen. Also ich habe mich dann auch noch tatsächlich damit, so wie ich es noch nie mit dem, also ich fand es zum Beispiel letztes Jahr auch schlimm, so, dass irgendwie David Bowie oder so gestorben ist oder von mir aus auch George Michael, weil das halt einfach für die Popkultur wichtige Individuen waren so, ne, und wichtige Figuren. Und auch ein paar Lieder hatten, die ich dann cool fand irgendwie, oder auch Prince und so, ne, Purple Rain und alles. Aber das war halt nicht so meine Zeit, so, weißt du? Also ich fand jetzt halt Ground Control to Major Tom ist ein geiles Lied und so. Und der hat auch viel beeinflusst im Nachhinein und auch David Bowie, da zum Beispiel hat ja auch was mit Placebo zum Beispiel aufgenommen und so. Aber es war jetzt nicht so, dass mich das geprägt hat. Und Linkin Park halt schon. Und deswegen fand ich das jetzt irgendwie relativ, dass also das erste Mal, dass ich so einen Tod von so einer Person des öffentlichen Lebens wirklich irgendwie so aktiv schlimm fand. Teil ja, und wie das weiterverfolgt habe und so. Und dass mich das auch wirklich irgendwie betroffen hat. Und dann guckt man sich natürlich diverse Interviews an und das fand ich halt auch so kacke auf YouTube, dass irgendwelche Leute dann so Sachen hochladen und alles als Last Interview oder Last bla 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 von ihm irgendwie, Last Instagram Story oder so titulieren und so, ja, eine Scheiße. Ja, dann wird natürlich erstmal wieder ausgeschlachtet, was nur geht irgendwie an. Und das fand ich halt irgendwie doof, aber ja, keine Ahnung, habe ich mir dann trotzdem angeguckt und dann gab es auch ein Interview, ich weiß nicht, je nachdem, verlinken werden, würde ich es auf jeden Fall mal, und man es jetzt hier kurz einspielt, so ein, zwei Sachen, die der da gesagt hat. I don't know if anybody out there can relate, but like, I have a hard time with life. Sometimes. Right. Sometimes it's great, but a lot of times for me, it's really hard. And no matter how I'm feeling, like, I always find myself like struggling with certain patterns of behavior. I find myself like stuck in the same thing that's keeps repeating over and over again. That's kind of how the inspiration for all these songs came from, conversations about life and what was going on as friends, as husbands, as fathers, as, you know, whatever, business partners. Like, we were all talking about what was going on in all aspects of our lives at certain times throughout the process of this record. And we realized, like, man, we've all gone through like some really crazy stuff and we don't need to find the source of inspiration, like, what's this record about? Like, this is our life. You know, we always have written about our lives and like, that should just be enough. Ich fand's irgendwie dann auch schlimm oder find's doof, wenn Leute dann da irgendwie erstens schreiben, also wenn man sich so Facebook-Kommentare durchgelesen hat oder so von Posts, wo dann halt mitgeteilt wurde, dass der jetzt tot ist, dass dann halt irgendwelche Spacken, das habe ich auch auf Twitter dann schon geteilt, irgendwie meinen so, voll feige, wie kann der sich selbst umbringen? Und der hatte ja 6 Kinder und war verheiratet und so. Voll schlimm, wie kann der das machen? Voll selbstsüchtig und so. Also, keine Ahnung, das finde ich halt irgendwie einfach extrem engstirnig und dumm und scheiße. Und da werde ich echt wütend, wenn Leute so, keine Ahnung, das ist einfach so dumm. Ich meine, wie kann man auf Facebook gehen und dann schreiben so, ja, geht ja nicht, ne? Also das war schon feige und so, ne? Das kann man ja auch nicht machen. Ich bin zu einfach, der Typ, keine Ahnung, also das ist alles ein super schwieriges Thema. Und dann kam ja auch wieder raus, und dann, dass Leute behauptet haben, der hat sich jetzt nur umgebracht, weil er als Kind missbraucht wurde oder so, oder wegen dies und das, und dass es so einen Grund gab oder so. Oder der hatte halt Depressionen und hat darüber dann auch öffentlich geredet. Und deswegen fand ich es auch so dumm, wenn dann Leute unter diesem Interview, was ich jetzt vorhin erwähnt habe, schreiben, das wäre so ein Schrei nach Hilfe gewesen und so. Also ich sag mal so, die Kinder, die Frau, die Freunde, die Leute aus der Band, die wussten das auf jeden Fall, wenn er öffentlich schon darüber geredet hat, seit Jahren, so. Ne?
dann werden die jetzt nicht gedacht haben, oh, Mensch, was haben wir denn da verpasst? Oh mein, da hätten wir jetzt auch mal was tun sollen, so, ne? Es war dann halt einfach, keine Ahnung, ich will darüber nicht urteilen, dass es dann halt einfach irgendwann so schlimm für ihn war, dass er dann halt diesen Schluss gezogen hat. Ja. Und so. Das hat mich dann halt insofern irgendwie, wie gesagt, weil Linkin Park halt so eine der letzten Bands oder so unserer Zeit war, bevor dann die ganzen DJs kamen. DJs. Go home, shoo, David Guetta, you're drunk. Ja, und deswegen fand ich das halt schlimm. So, hab dann natürlich auch viel Linkin Park gehört und es war halt wirklich so, dass ich die in den letzten paar Jahren nicht so viel gehört habe, nicht weil ich irgendwie einer dieser Leute war, die ich auch immer nie so richtig verstehen konnte, die gesagt haben, Linkin Park, voll scheiße geworden, Hybrid Theory und Meteora, also die ersten zwei Alben, das einzig Wahre und der Rest ist scheiße, und so, das ist ja bei Linkin Park relativ krass gewesen. Also sie haben ja ihre ersten beiden Alben rausgebracht, die im Stil ähnlich waren, so halt so Rap mit Metal oder New Metal oder Metalcore, wie auch immer, es gab verschiedene Bezeichnungen dafür, ist ja egal, vereint haben und so, und das dann halt dieser Stil war, den die gefahren haben. Und das fanden dann halt voll viele voll geil. Und dann haben die mit Minutes to Midnight, da haben die auch noch gescreamt, so, also Chester in dem Fall, sind aber teilweise auch so, oh, die sind weicher geworden und so kam es dann irgendwie. Und dann haben die ersten Leute so angefangen, das zu kritisieren. Obwohl Minutes to Midnight einfach immer noch ein fucking geiles Album war. So. Mhm. Und dann kam A Thousand Suns, das ist immer, wo ich mir immer so einen Zungenbrecher hole, wenn ich versuche, das auszusprechen, weil das halt einmal TH und einmal normal-Dings ist, ne? A Thousand Suns. Tausend Sonnen. So. Und das war, wie sie auch selbst gesagt haben damals, ein sehr experimentelles Album. Und ich fand das, als ich das erste Mal gehört habe, halt auch so, naja, was ist denn das jetzt? Halt irgendwie schwierig zu beurteilen und dann halt auch nicht so geil beim ersten Mal hören, aber desto öfter ich das dann gehört habe, weil halt Linkin Park einfach eine für mich wichtige Band auch war, da gibt man dem ja mal mehr als eine Chance, würde man meinen, habe ich wirklich gemerkt, dass das eigentlich ein saugeiles Album ist. Und heute sage ich wirklich immer noch, dass es so das unterschätzteste Linkin Park-Album ist, wobei die danach rausgekommen sind halt auch, also sagen wir mal so, der Fame hat stetig abgenommen, weil die Fans dann gesagt haben, das ist ja nicht mehr das alte Linkin Park, so. Ja. So eine Nummer, weil die halt sich musikalisch und künstlerisch ausprobiert haben und nicht halt immer dasselbe machen wollten. Was ich ja eigentlich geil finde. Und mir ging es ja nie darum, irgendwie, dass die diese Sparte bedienen aus Scream und Rap-Shit so vereint, sondern einfach geile Musik machen. Fertig. Ob das jetzt, ne, so, das ist mir ja dann relativ egal. Und ich finde das immer so engstirnig, wenn dann Leute sagen, ja, das ist nicht mehr so wie früher und deswegen gleich Kacke. Ja, ich, so. Im Generellen ist es halt das, man kann ja wie bei den meisten Dingen eigentlich nie sagen, etwas ist Kacke, weil es immer nur eine subjektive Meinung ist, ja. Und es ist natürlich ja, gut, schon ärgerlich, also wenn die Lieblingsband oder so sich halt vom eigenen Geschmack wegentwickelt, aber trotzdem ist es halt blöd, ne? Aber dann sucht man sich halt neue. Und man wird ja nicht gezwungen, das von ihnen weiterzuhören. Und man kann ja alte Sachen geil finden und die neue dann halt sagen, ja, okay, sollen die halt machen, was sie da wollen. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass es dann an sich schlecht sein muss. Das mag einem zwar missfallen, aber deswegen ist die, also keine Ahnung, deswegen finde ich es immer komisch, wenn Leute sagen, ja, ich finde die und die Band jetzt deswegen scheiße oder so, aber Ja, also auf jeden Fall ging es mit den Alben stetig für in der subjektiven Wahrnehmung von vielen so bergab so. Wobei ein Kollege, der auch Linkin Park-Fan ist, aber der halt auch eine ähnliche Meinung vertreten hat, dann meinte, dass das vorletzte Album, also The Haunting Party, ihm wieder ganz gut gefallen hätte. Gut, ich persönlich fand eigentlich kein einziges Linkin Park-Album bis zum heutigen Tag wirklich schlecht. Wie gesagt, A Thousand Suns, Zungenbrecher, fand ich, ist ein saugeiles Album, was echt unterschätzt wurde und einfach meiner Meinung nach viel zu früh abgestempelt wurde als, was ist das denn? Hat ein paar echt geile Songs, auch was immer man noch diese nicht soft ist, sondern halt auch immer noch diese Wut hat und laut ist und Intensität und so, die auch das alte Linkin Park hatte. Ja. Und jetzt war es so, dass ja im
dass ich so Haunting Party, das vorletzte Album, nicht mehr so verfolgt hatte, weil ich halt andere Sachen gehört hatte. Und jetzt dieses Jahr tatsächlich im Mai oder so, glaube ich, sogar ein ganz neues Album rausgekommen hatte, was die Sache irgendwie immer noch so viel bitterer macht, dass halt vor ein paar Monaten ein neues Album rausgekommen ist. Und dann habe ich das jetzt erst jetzt wieder richtig angefangen zu hören, weil ich das halt irgendwie nicht so auf dem Schirm hatte. Und da sind ein paar geile Songs drauf. Es ist, ich kann verstehen, wenn Leute sagen, das ist sehr poppig, aber trotzdem, das ist auch sowas. Ich hasse es, wenn Leute sagen, dass auch Pop gleich scheiße ist, weil das ja irgendwie, das ist ja Mainstream, deswegen muss es gleich schlecht sein. So, das sind ja dann immer diese, keine Ahnung, eigentlich sind es ja theoretisch Hipster, aber, auch wenn sie Metalheads sind, aber sie sind ja so, das ist Mainstream, das ist deswegen scheiße. Es gibt viel Kacke im also allein, wenn man mal in die Spotify-Charts aktuell guckt, da hört sich sehr vieles gleich an, das ist Kacke. Aber das heißt ja nicht, dass alles, was drin ist, automatisch schlecht ist. Und man sollte allem schon von Haus aus erstmal eine Chance geben. Ja, so, also, keine Ahnung, ich finde Justin Bieber halt auch schon immer scheiße. Trotzdem versuche ich, möglichst offen zu bleiben, wenn da ein neuer Track ist. Weil es könnte ja sein, dass er mal was Geiles macht. Ja, zudem also ist es ja eigentlich auch wieder hinfällig. Weil ich meine, gut, wenn es einem halt nicht gefällt, gefällt es einem halt nicht. Ich meine, deswegen höre ich auch nicht Justin Bieber. Aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der jetzt sagen muss, ich gehe jetzt aktiv unter irgendwie andere Videos oder so oder Lieder und muss die aktiv haten. Ja, das ist ja sowieso so, komisch. Warum? Ich habe irgendwie Besseres tatsächlich zu tun mit meiner Zeit. Ich meine, wenn es gefällt, okay. So, ja. Solange sie mir damit nicht auf den Sack gehen, okay. Ja gut, und das ist ja auch nochmal so eine Sache, dass bei vielen Dingen es manchen Leuten offensichtlich immer sehr schwer fällt, den Künstler vom Menschen zu unterscheiden. So. Mhm. Also, keine Ahnung, ich finde ja Justin Bieber, glaube ich, privat, der würde mir, glaube ich, echt auf die Eier gehen. Und ich finde, und alles, was ich habe schon viel Kacke von dem gesehen und letztens auch wieder irgendwie, gab es wieder ein Drama, was man so in den Schlagzeilen irgendwie war, dass da irgendjemand angefahren hat, ist mir aber auch dann scheißegal. Ich weiß da jetzt nichts drüber, vielleicht ist das ja auch nur eine Aufbauschung der Medien und das war gar nicht so schlimm, keine Ahnung. Aber so ist die Musik, werde ich halt für die Musik, Punkt, weil ich den Typen nicht kenne. So erst. Ich habe privat. Du meinst angefahren im Sinne von verbal angefahren, oder? Nein, halt mit dem Auto. Jetzt? Oh, what the fuck. Ja, also das stand in der Schlagzeile. Ich will jetzt nicht sagen, dass diese Schlagzeile irgendwie, ich habe das nicht gelesen, keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur so, ne, Clickbait oder so, gut, okay. Irgendwie. Dass er weiß ich nicht. Aber auf dem Bild halt auch noch ein Auto. Weiß ich halt alles nicht so. Als aus irgendeiner Überwachungskamera mäßig so. Keine Ahnung. Ist ja auch scheißegal. Ja. So, um jetzt mal wieder zurück auf Linkin Park zu kommen und den tragischen Tod von Chester. Das ist dann, weil der halt dann auch ein Individuum war, der sich mit seinen Problemen halt über die Musik auseinandergesetzt hat, immer schon. So, und dann haben die mit Minutes to Midnight und Thousand Suns dann halt so ein bisschen versucht, irgendwie auch mal andere Sachen zu adressieren und halt mal über andere Sachen zu schreiben. Sind dann aber auch, das kam in diesem Interview, was ich jetzt schon mal erwähnt hatte, auch wieder durch, dass der halt meinte und das, keine Ahnung, dass du merkst, dass dem einfach scheißegal ist, der redet einfach wirklich das, was er denkt und das ist halt dann das Inspirierende. Und dass der halt meint so, ja, es sollte doch genug sein, wenn wir über unsere Leben und unsere, was wir so, also über die Konflikte, die wir hatten und wo wir dann als bessere Menschen hervorgegangen sind, weil wir die bewältigt haben und so, darüber zu schreiben, sollte genug sein und das ist dann auch gut so. Ja, ja und keine Ahnung. Ich fand es einfach echt schlimm und dass es wirklich Leute gibt, die das halt einfach in der Rezeption so völlig verblendet wahrnehmen und den irgendwie noch in den Dreck ziehen müssen und so. Und das fand ich halt schlimm. Und deswegen muss ich darüber jetzt nochmal reden. Ja. Nicht nur, weil ich das an sich tragisch fand und sich jetzt schade finde, zu realisieren, dass wenn man jetzt Linkin Park hört, was ich ja wieder dann jetzt sehr viel gemacht habe, dass niemals ein neues Linkin Park-Album in der Art und Weise rauskommt. Sondern dass halt auch, klar, nur ein paar, also die Mehrheit fand es halt auch einfach scheiße so und traurig. Aber dass es halt ein paar Spacken gibt, die nicht verstehen, dass der sein ganzes Leben mit Konflikten zu kämpfen hatte und dann irgendwann gesagt hat, irgendwie, keine Ahnung, ne? Also, Pi mal Daumen, kein Bock mehr, so. Und dass Leute sich dann darüber erheben und meinen, das wäre selbstsüchtig. Man könnte genauso behaupten, es sei selbstsüchtig von allen anderen zu sagen, ja, dass er es nicht machen darf. So, theoretisch. Und deswegen
fand ich das einfach echt schlimm, dass Leute da irgendwie meinen, auf Facebook mal eben so zu schreiben und dann sofort auf Enter zu drücken. Ich verstehe eh nie, wie sowas passiert. Das haben wir auch schon tausendmal gehabt, wie so dumme Kommentare entstehen, ja, dass die einfach nicht reflektieren, bevor die auf Absenden drücken. Das finde ich einfach irgendwie, bis heute, dass so viel Hate im Internet existiert. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Aber gut. Ja. Ja, ja, mich so, ist es ja so, also fertig, nicht vorbeigegangen, aber keine Ahnung, es ist halt, Linkin Park war halt auch so eine Band, die ich an sich nie wirklich so aktiv gehört habe. Also natürlich kenne ich sicherlich, auch wenn ich es jetzt beim Titel nicht nennen könnte, einige Lieder, weil die einfach natürlich fucking viel Exposure hatten. Fame war mal eine Zeit, ja. Aber ansonsten, das Einzige, woran ich mich jetzt aktiv erinnere, ist ein Titel, der sich Session nennt. Keine Ahnung, aus welchem Album der stammt. Ja, war, glaube ich, auf Meteor. Ja, oder? Und der ist aber, glaube ich, der ist sogar ohne Bennington somit. Aber es ist natürlich sehr tragisch insgesamt. Also es ist sehr schade, dadurch, dass halt gerade Linkin Park halt auch noch eine der großen Bands war, wenn man so möchte. Dass dann, was jetzt nicht heißen soll, dass Scream, der keine großen Band ist, weniger tragisch wäre, aber ja, ist vor allem gefühlt unerwartet, nee, was für mich jetzt persönlich, dadurch, dass ich halt nicht. Ja, genau. Ich, keine Ahnung, ich habe ja dann auch nochmal überlegt, so, wir sind ja aktuell, und darüber habe ich auch mit einem anderen Kumpel schon ein paar Mal geredet irgendwie in den letzten Monaten. Das hat jetzt nicht nur was mit Linkin Park zu tun, sondern es war halt auch sonst so irgendwie so ein Gedankengang, den wir da öfter hatten, dass aktuell so dieses Band-Zeitalter irgendwie echt so, also es kommen keine neuen großen Bands irgendwie so. Es gibt halt die alten, also die halt noch irgendwie auf Tour sind, wie AC/DC, ja, die halt aber auch nur, die halt auch fucking alt sind. Und wo ich bei dem Konzert, ich war auch auf einem Konzert von AC/DC letztes Jahr, und dann war ich halt so einerseits voll geil, weil man halt so Legenden mal live sieht und der, vor allem der Gitarrist einfach unglaublich abgeht und so. Andererseits hat das immer so einen miesen Beigeschmack gehabt, weil du das so siehst, wie diese Ära so zu Ende geht und du siehst, dass sie alt sind und so, und das halt so das letzte bisschen ist, was die da jetzt noch machen, obwohl die immer noch verdammt viel Power haben und so, will ich jetzt gar nicht irgendwie beurteilen. Ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob die Bandzeitalter an sich so zu Ende geht. Ja, ich meine jetzt, so im erfolgreichen Wesen, so, verstehst du? Also, ja, ich glaube, du hast so jetzt heute noch Pop Band. Ist halt so ein bisschen mehr jetzt so Richtung Elektro gegangen und da braucht es halt natürlich. Ja, genau, Bands. Und deswegen hast du halt keine Bands mehr. Weil du halt aktuell DJs hast, und dann haben wir halt überlegt, also es gibt jetzt noch Bands, die noch neue Alben rausbringen, die aber halt schon bekannt sind. Also Linkin Park hatte ein neues Album rausgebracht, aber in Zukunft wird es da wohl auch auf jeden Fall in der Form nicht mehr so weitergehen. Red Hot Chili Peppers haben nochmal ein neues Album rausgebracht, das war. Also ich fand Dark Necessities, so, den Track fand ich eigentlich ganz geil, aber sonst so war das Album so, ja, ist halt ein neues Red Hot Chili Peppers Album, ja, ne? Und sonst hast du ja irgendwie, also, das Gefühl, dass wirklich so große Bands jetzt aktuell geboren werden, nicht so, weil halt eben du DJs hast und dann auf der anderen Schiene Songwriter, und teilweise überlappen die sich ja auch und so, die halt aktuell den Pop so dominieren und deswegen halt. Also es gibt immer, werden andauernd neue Bands gegründet und die erreichen auch so ein in der Szene quasi, wenn du so willst, ein Fame. Aber halt nicht so, dass, ich meine, Red Hot Chili Peppers war popmäßig verdammt Fame, Linkin Park war quasi im Mainstream verdammt Fame und so, ne? Die haben unglaublich viele Alben verkauft, die waren am Stadion gefüllt und sowas, ne? Und das hast du jetzt halt aktuell nicht so krass, finde ich. Stimmt eigentlich, ja. Und ich frage mich so, ob das nochmal kommt. Oder was heißt, und Nirvana und so, das sind halt diese Bands, wo du einfach denkst, ja, wow, fuck. Und das hast du halt aktuell einfach nicht so, sondern halt David Guetta und Kygo und Martin Garrix. Also, ja, aber die haben auch ein paar coole Tracks gemacht. Das ist so, die für das, was sie sind, auch sicherlich gut sind oder okay. Und ich fand auch eine Zeit lang, so als es angefangen hat, da hatte ich dann so ein paar Tracks, die ich dann ganz cool fand. Aber vor allem aktuell, wenn ich in die Charts höre, das ist alles so, wird langsam so ein Brei, so immer mehr, so. Keine Ahnung, ich finde, da muss irgendwann mal jetzt mal ein bisschen was, ein neuer Schub kommen, als dieses Tropical House, was auch kein Tropical House ist. Ich finde auch davor, bevor jetzt diese ganze Hauswelle und so losgegangen ist und bla, finde ich, war auch schon bei Pop und Charts eigentlich meist immer so, dass gefühlt alles immer so ein bisschen gleich klingt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin da ja aus der ganzen Szene oder so möchte komplett raus, weil ich höre ja, also 90% der Künstler, die ich höre, sind halt echt extrem klein und unbekannt.
Ich glaube, das Größte, mit das Größte an Künstlern, die ich höre, ist tatsächlich Lorn. Und ja, nee. Somit war ich da eh schon nie so an sich richtig drin. Du hörst aber auch weirde Wobbelmusik. Ja, ich hör diverses. Unter anderem auch Wobbelmusik. Wobbelmusik, in der Tat. So ist die Genrebezeichnung übrigens. Also. Ja, und keine Ahnung, insofern, weiß ich nicht, ist das Ganze geht momentan auch so an mich vorbei, weil ich hauptsächlich meine Songs aus Soundcloud beziehe, wo es ja auch tragische Neuigkeiten gibt tatsächlich. Und ja, und dort halt dann eh meistens, also das meiste auf Soundcloud ist ja so Richtung Elektro- und DJ-Zeug. Ja, und deswegen war es für mich schon länger so, wenn man so möchte. Also ich kenne jetzt an sich keine so eine Band, die ich jetzt wirklich regelmäßig total viel höre oder so, wo ich jetzt sage, so bandmäßig, deswegen. Ja. Gut, und Placebo ist noch relativ groß. Und in Deutschland gibt es tatsächlich, ich habe auch wieder relativ viel deutsche Musik gehört, da gibt es tatsächlich noch Kraftklub zum Beispiel. Mhm. Das ist eine Band, die ziemlich erfolgreich ist für deutsche Verhältnisse, auf jeden Fall. Und das neue Album ist auch sehr gut, kann man sich anhören. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt noch in die Richtung weiterreden wollen. Sonst würde ich das etwas schwere Thema jetzt einfach mal hinten lassen und nochmal sagen, rest in peace. Weil es war einfach eine Legende, Punkt. Ja. Den hast du immer sofort rausgehört, egal ob er gescreamt hat oder halt nur gesungen. Also nur gesungen in Anführungsstrichen, das klingt auch wieder so abwertend. Ja. Und deswegen, weil ich einfach sage, dass ein paar auf dem neuen Album auch ein paar geile Tracks waren, auch wenn die aus der Sicht von manchen sehr poppig waren und wie ich jetzt hier theoretisch sagen könnte, ja, also ich möchte jetzt hier nochmal In The End. Und was ich noch sagen wollte, in der Szene, yo, im Musikbusiness, ist auch eine Welle losgetreten an Leuten, die sich dann nochmal dazu geäußert haben und so, wo du gar nicht gedacht hättest, dass die was mit dem zu tun hatten und so. Keine Ahnung. Und was auch noch eine Band ist, das fällt mir dann immer wieder ein. Also es ist nicht ganz so krass, wie ich es vielleicht vorhin dargestellt habe, aber die Tendenz meiner Idee war halt irgendwie vielleicht wichtig. Imagine Dragons ist halt eine Band, die auch ziemlich erfolgreich ist. Ja. Aber halt auch was ganz anderes. Ne? Und das neue Album von Imagine Dragons ist auch hörenswert. Und das erste wirklich gute Album, was sie rausgebracht haben, seit dem ersten, finde ich. Weil alles, was dazwischen kam, war so, naja. Genau. Aber das neue ist wirklich gut, hat ein paar geile Tracks. So, und jetzt zu Linkin Park. Ich könnte jetzt hier In The End oder Numb oder irgendwie so raushauen, aber stattdessen sage ich einfach mal, hört euch mal Talking to Myself an vom neuen Album. Ist ziemlich gut. Und sonst auch das neue Album einfach mal anhören. Hat ein paar coole Tracks. Und gut. Haben wir das endlich hinter uns. Mann. Gut, bis gleich. Servus. Latecast. Ganz schön sick. Herzlich willkommen zurück hier aus der Pause des Latecasts. Pause. Tut mir leid. Ja. Ich habe ein kleines Thema jetzt noch erstmal. So zum Einstieg. So ganz keck. Ne, mal eben so hier, komm. Letzter Zeit habe ich auf YouTube relativ oft Werbung bekommen, die mich unglaublich, also jedes Mal so richtig Facepalm-mäßig, ne? So saß ich dann da. Und zwar von Facebook. Darf ich dich ganz kurz davor noch einfach nur was fragen? Ganz schnell. Okay. Bekommst du auch durchgehend Werbung von Trading-Apps? Oder bin das nur ich? Ich krieg manchmal Werbung von dieser Null-Zins irgendwas Dings da, wo 2, du mit Aktien 1, 2, handeln kannst. Ich weiß nicht, wie das 2, heißt. 2? Keine ich Ahnung. Eine Trading-Sache kriege ich immer mal wieder. Ich bekomme nur noch Trading-Werbung. Ich bekomme zwei Arten von Werbung auf dem Handy. Trading-Werbung von irgendwelchen Trading-Apps und sonst irgendwas. Und Nummer 2, irgendwelche MOBA-Klone fürs Handy, die auch immer gleich ablaufen. Okay, lol. Nämlich hörst du irgendwelche Dudes spielen. Und dann ist irgendwo ein Mädel im Chat und alle, Mädel im Chat. Und ich so, okay, ich bin irgendwie keine 16 mehr oder so. Also, komm schon. Ja, tut mir leid, weiter. Ja, naja. Nichtsdestotrotz, jetzt muss ich auch sagen, wovon ich oft Werbung bekomme, das geht mir auch echt auf den, jetzt mal ganz abgesehen von dem Facebook-Ding, was jetzt gleich kommt. Ich krieg andauernd Werbung von, ich weiß nicht, gar nicht, ich sag's einfach, Trivago. Oh, ja.
Die geht mir so auf den Sack mit dieser Eulen im Greenscreen, wo der dann sagt, wie viele Hotels vergleicht Trivago eigentlich? Also, ich finde, die geht noch. Ich finde, die ist noch besser. 200.000? Und dann fliegt die mit ihrem Jetpack da hoch. Ich fand den anderen Kerl, der so eine schlampige Aussprache hatte davor, viel schlimmer, weil mich seine schlampige Aussprache... Ja, der so halb genuschelt hat. Ne? Voll wahnsinnig gemacht. Ja, also Trivago, eure Marketingabteilung, ja, ne? Feuern. Die spricht mich nicht an. Da müsst ihr nochmal ran. Genauso wie jetzt nämlich Facebook. Also, Facebook hat jetzt mal wieder den Slogan oder diese Masche, haben sie ja schon ein bisschen länger. Die haben aber mal wieder, mach Facebook zu deinem Facebook. Ne? Kennt man ja vielleicht. So, haben die jetzt folgende Werbung gemacht, wo die normale Facebook-User, in Anführungsstrichen, rausgefiltert haben und jetzt interviewt haben, was die an Facebook halt nicht so schön finden, was sie für sich anders gerne hätten. So. Und dann sitzen die da als allererstes, wo sie zeigen wollen, wie weit Facebook inzwischen verbreitet ist und wie weit das ins Leben von der gesamten Menschheit in jeder Altersgruppe eingreift, setzen die eine Rentnerin hin, die erzählt, ja, also da sind ja viel zu viele unnötige Anzeigen und Nachrichten auf Facebook. Und ich denke mir nur so, warum? Also, keine Ahnung, ich finde es ja okay, wenn die sich dafür interessiert, soll sie sich gerne Facebook holen, ja? Also wenn die halt wirklich jetzt, keine Ahnung, die ist ja bestimmt schon ein bisschen älter, die ist ja 65 oder noch älter, weiß ich nicht. Oder um die 60 auf jeden Fall. Ich will mich da jetzt echt nicht. Auf jeden Fall Rentenalter, so. Und wenn die sich mit Facebook auseinandersetzen will und mit dem ganzen Internet. Ihre Handtasche eine überzieht. Ja. Ja. Dann soll sie das gerne machen, da hab ich kein Problem mit. Aber dann irgendwie die zu fragen, so... Und dann in dieser Werbung dahinzusetzen, das finde ich halt ein bisschen irgendwie blöd. Und dann sind generell die Altersgruppe, die da repräsentierten, das sind keine jüngeren Leute. So, und bleiben wir ehrlich, am Ende des Tages dominieren die das Internet. Facebook ist ein Meme-Portal geworden, weil Leute zwischen, sagen wir mal, 15 und 30 einfach die intensivsten User sind, die ganze Zeit irgendwelche dummen Memes teilen. Bleiben wir ehrlich. Also auf Facebook werden nur noch... ist bei mir wirklich fast nur noch Memes. Und da muss ich mir nicht dieser Mach Facebook zu deinem Facebook anhören, wie, Mach Facebook zu keine deinem Ahnung, eine 40-Jährige sagt, oh, ich hätte mal gern ein bisschen mehr Kunst und Kultur. Ja, okay. Meme-Kultur. Dann mach das. Mach Facebook zu deinem Facebook. Aber geh mir damit nicht auf die Eier. Ich muss sagen, ich finde, es gibt eine, die war längere Zeit nicht mehr da und jetzt ist sie wieder da an der Tramhaltestelle, an der ich immer stehe. Oder beziehungsweise eins weiter ist sie jetzt. Eine Tramhaltestelle weiter ist die Werbung gewandert. Also es geht um eine Werbung, nicht um eine Person. Die ich tatsächlich sehr lustig fand. Immer. Und zwar ist da ein so ein Dude, der so, ja, die ganzen Poser auf Facebook gehen mir voll auf die Nerven. Und drunter steht da so, abonniere Poser nicht mehr. Und ich weiß nicht warum, ich glaube, kein anderer Mensch findet das so lustig wie ich, aber ich finde einfach diese Aussage so, abonniere Poser nicht mehr, dummes. Ich finde das so nice. Es ist halt wirklich... Also jeder, der sich ein bisschen mit Facebook auseinandersetzen würde, ja, würde eigentlich sofort sehen, ich kann mir Listen erstellen, dass ich zum Beispiel dieses Bild nur mit diesen 20 Personen, die in Liste XY sind, teile, dass das alle anderen nicht sehen können. Ja. Ich kann sagen, wer auf mein Profil gehen kann und was er da sehen kann. Ich kann das und das abonnieren und dementsprechend das und das sehen. Und auch die Sachen, die ich abonniert habe, kann ich in Listen packen, damit ich, wenn ich auf die Liste gehe, dann nur das sehen kann und nicht sehe, dass Hans-Peter gerade Meme XY geliked hat, wenn ich das nicht sehen will. Das kann ich machen. Und wenn ich mich 5 Minuten mit Facebook beschäftigen würde, würde ich das auch sehen, müsste nicht in die Kamera sagen, also ich finde das ja voll blöd. Oh, keine Ahnung, diese Werbung fand ich einfach echt irgendwie ein bisschen kacke. Und, keine Ahnung, Facebook Social Media halt ist... Facebook ist so ein bisschen, ich will nicht sagen uncool geworden, aber ich glaube, das ist, was es ist. Also es gibt jetzt halt so... Ja, Facebook ist halt so, jeder hat Facebook. Ja. Also, aber es ist halt davon abgesehen, dass es vorbei war, als meine Mutter Facebook hatte. Also, ich kann mal ganz kurz unterbrechen. Es ist halt nicht mehr so, es ist nicht mehr das hippe neue Netzwerk, weil das sind jetzt sowas wie Snapchat, Instagram, weswegen sich ja Facebook unter anderem auch Instagram geschnappt hat. Und Facebook selbst ist so ein bisschen so, es ist da, es ist auf jeden Fall relevant, aber es ist kein Instagram, es ist kein Snapchat. Es hat so, es ist irgendwas verloren. Es ist halt eine Konstante, die da ist, aber halt irgendwie, Ich glaube halt, dass sie da so momentan zu versuchen, als wieder so ein bisschen mehr imagemäßig auch ins Gespräch zu kommen, wieder so ein bisschen, weil, keine Ahnung, also auch wenn die meisten Leute das zwar benutzen, aber so im Generellen ist ja eher so, Facebook ist scheiße.
Also ganz davon abgesehen, wie es benutzt wird. Die meisten Leute sind ja eher so, vielleicht weil es cool ist, so eingestellt zu sein, ich weiß es auch nicht, sind ja eher so drauf, so Facebook ist scheiße, das funktioniert nicht und das funktioniert nicht und bla. Und ja. Aber keine Ahnung, vielleicht liege ich auch komplett falsch. Aber dann machen sie es doch echt genau falsch. In meinem Freundeskreis, oder zumindest von meinen relativ engen Freunden, bist gleich du so mit der Letzte, der Facebook noch so richtig benutzt. Der Rest irgendwie so. Ja, es ist für mich halt ein Meme-Portal. Ja. Und also ich glaube, es ist also, jetzt nur bei mir, glaube ich, auch so. Ich denke, dass es bei vielen anderen deutlich anders ist. Aber bei mir ist es halt tatsächlich so, dass relativ wenig Leute Facebook jetzt noch so aktiv benutzt, mit denen ich jetzt auch wirklich so viel Kontakt über Social Networks haben möchte und oder brauche. Und ansonsten, deswegen benutze ich selbst auch momentan irgendwie nicht mehr so. Ich finde, Facebook macht auch ein paar Sachen falsch. Also ich finde, Facebook ist so ein bisschen so ein ist bloated. Ich finde es irgendwie so ein bisschen überladen. Es versucht zu viel auf einmal. Keine Ahnung, mit dem User-Interface bin ich auch nicht so ganz zufrieden. Keine Ahnung. Ich weiß, vielleicht ist es auch einfach, weil ich mich jetzt in längerer Zeit nicht mehr damit beschäftigt habe. Aber ja. Ja, keine Ahnung. Also ich muss sagen, Facebook hat sich sowieso extrem verändert. So seitdem, wann habe ich mir das geholt? Ist auch schon länger her. 2008, 2009. Also ist auch bei weitem nicht am Anfang von Facebook. Also es war Facebook auch schon evolved, als ich mir das geholt habe. Aber trotzdem hat es sich seitdem nochmal sehr stark verändert. Wie gesagt, Facebook nutze ich am meisten dafür, wenn mich irgendwelche Freunde auf Memes markieren oder ich Leute, die auf Memes markiere. Und wenn mir langweilig ist, scrolle ich da durch diese endlose Timeline an Memes, wovon die Hälfte Shit ist und die andere Hälfte ganz witzig und sagen wir mal so 40% ganz okay und 10% wirklich lustig. Ja. So, ne, dann scrolle ich da durch, wenn ich Langeweile habe. Ich habe ein paar Freunde auf Facebook, halt wirklich Freunde, nicht nur Facebook-Freunde, sondern Freunde, wo ich dann noch eingestellt habe, wenn die irgendwas posten, dann kriege ich eine Benachrichtigung, weil das möchte ich auch sehen. So. Passiert aber sehr selten, weil die sehr selten was posten. So, ne? Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist in Chile und hat sogar so einen Blog und so und postet dann ab und zu so Kram, kriege ich eine Benachrichtigung, weil ich das so sonst auch, weil das wird ja sonst irgendwo im Äther verschwinden. Ja. Und deswegen habe ich eine Benachrichtigung eingestellt. Oh, geil, Gewitter. Sonst, ja. Okay. Sonst, ja, Facebook, also für meine ganzen Social Media Gedöns, keine Ahnung, ich war relativ aktiv auf Instagram. Oh, Gewitter. Fahrt die Blitzableiter aus, setzt die Aluhelme auf, schnell. Ich liebe Gewitter und Donner und vor allem, wenn der Donner so richtig, so wenn ich so richtig im Brustkorb schon spüre, oh, ist so toll. Also ich kann mich ja auch noch dran erinnern, ja. Ich finde es ja auch übrigens immer sehr lustig, dass wir ja tatsächlich in so einer Zeit geboren sind, wo irgendwie Internet schon da war, aber irgendwie halt auch noch nicht so richtig. Ja, verstehe. Weißt du, so, dass wir halt noch so halb analog sind und halb digital. Das ist so richtig weird. Weil wir sind halt irgendwie, keine Ahnung, ich verstehe. Weil, weißt du, wir kennen halt noch Kassetten und so ein Kram. Ja. Oder solche Sachen halt, ne? Während andere, die halt ein paar Jahre später nur geboren sind, keine Ahnung davon haben. So, habe ich dieses echt eine weird. Konzept von diesem Kassettenspieler geschickt? Mal? Nee, keine Ahnung. Naja, wir waren vorhin bei Social Media und ich wollte nochmal kurz irgendwie, ja, also für dieses wirklich Social Media-mäßige, die Social Experience, da benutze ich tatsächlich aktuell Instagram ja relativ viel. Gut, jetzt in den letzten Wochen ist es wieder ein bisschen weniger geworden. Eine Zeit lang hatte ich mir wirklich vorgenommen, da jeden Tag was zu posten und habe das auch durchgezogen. Und Snapchat halt noch so ein bisschen irgendwie. Da sehe ich halt tatsächlich mehr, was irgendwie Bekannte oder so machen, irgendwie gerade, weil die da irgendwas in ihre Story posten oder so, als auf Facebook. So, weil auf Facebook ist halt meme-mäßig. Und halt immer noch das, was mir auch immer so unglaublich auf den Sack geht. Und weswegen Facebook ja auch, du merkst, dass es halt in einer Generation auch vertreten ist, wo ich mir denke, also Facebook ist Social Media für alte Leute, so ungefähr teilweise. Dass dann irgendwelche Leute da posten, die ganzen politischen Sachen und so. Dass halt auch ein Sigmar Gabriel Facebook hat zum Beispiel. So, ne, das ist halt so, da merkst du halt, was für einen Einfluss das
gehabt hat und dass er dann da die ganze Zeit postet, wenn irgendwie ein Event ist oder wenn gerade da wieder irgendwer um irgendwen getrauert werden muss oder dies gemacht werden muss und so, ne? Das ist halt schon so, ja. Ne? Aber das ist halt nicht das, was Social Media mal ursprünglich war. Das ist jetzt halt, hat evolved, dass es in sämtliche Bereiche irgendwie eingreift. Das ist echt weird. Und deswegen haben das halt auch Leute wie meine Mutter oder ja, immer ja. So. Ja, und ich meine, das wird ja dort nicht auffallen. Das ist ja jetzt gerade eben jetzt, wo auch Internet of Things immer mehr zunimmt. Und dort ist ja, wenn du so willst, Social Media in gewisser Weise auch mit drauf und mit drin und spielt da eine Rolle. Mhm. So, dass wir wahrscheinlich nicht mehr bald, nicht mehr lange davon entfernt sind. Möchtest du diesen Kuchen auf Instagram posten? Damn, der Blitz. Ach ja, hat. Übrigens. Tut mir leid, ja. Ich habe dir ja vor einer Weile Black Mirror empfohlen. Stimmt. Also ja, wer das nicht kennt, das ist eine Serie auf Netflix. Die erste Staffel war für sich genommen eine Serie. Er guckt sich die ganze Zeit dieses Gewitter an. Und ab der zweiten Staffel war es dann, glaube ich, ein Netflix Original auch. Also von Netflix gekauft und dann so. Und es ist eine Serie, wo ich nicht also zum Beispiel, wo wir bei Game of Thrones waren im ersten Teil. Das ist halt eine konsequente Story mit Charakteren, die sich die evolven und so weiter, ne? Und ist halt alles zusammenhängt. Und Black Mirror ist halt eine Serie, wo jede Folge, also du könntest theoretisch die dritte Staffel vor der ersten gucken und es wird kaum einen Unterschied machen, weil die Folgen einfach nicht zusammenhängen. Und es ist halt jede Woche ein neues Szenario. Und das fand ich halt auch zum Beispiel ein Szenario war, weswegen ich jetzt drauf kam, dass Social Media so weit ins Leben eingegriffen hat, dass du die ganzen Sachen postest und dein sozialer Status wirklich davon abhängt. Also du hast eine Bewertung von 1 bis 5 Sterne. Und dazwischen gibt es natürlich auch Schritte, also 3,2 und bla. Und dass du dann Leute bewertest anhand, keine Ahnung, wenn sie dir gerade jetzt einen Kuchen geschenkt haben, ein Stück Kuchen, dann boah, sagst du, wow, das war aber nice, ich gebe dir dafür 4,8 Sterne. Und mal swipest du sie so an, so richtig und so. Und du postest halt auch Bilder den ganzen Tag und das wird dann bewertet und dann kommen die Sachen rein und so und das sehen die auch alle so vor ihrem Auge. Das ist halt dieses Social-Media-Verhalten, was teilweise, das ist halt das Gruselige, das ist in Ansätzen eben schon in echt existiert, das ist halt völlig überspitzt dargestellt. Aber was sich halt catcht, ist so, dass dieses Instagram-Shit bei manchen Leuten ja wirklich so da ist, dass für die was davon abhängt, gefühlt, dass sie jetzt gerade ihr neuestes Essen fotografieren müssen oder diese ganzen Influencer ansieht, die dann da natürlich schon auch in gewisser Weise ihr Geld damit verdienen auch, ja. Für die ist ja dann wirklich ihr Leben. Ja, und das war dann halt das Krasse auch, dass wenn dein Status dann unter so und so fällt, unter 3,0 oder so, dann gucken dich die Leute so an, so, was ist das denn? Das ist eine 2,8 und so, ne? So, halt, das ist dann halt schon so, fuck, ist das creepy, das weird. Weird, weird. Und also, oder auch, was gab's dann noch? So eine Folge, wo du aus der Perspektive von so einem, wie alt war der? Vielleicht 16, 17? So, und du siehst am Anfang, wie der sich halt Pornos anguckt, seine Webcam filmt den dann dabei und dann kommt irgendein Hacker so ein bisschen übertrieben aus, so, wir haben dich gefilmt und so, ne? Und dann wollen die den damit halt erpressen. Und dann muss er die ganze Zeit Aufgaben erledigen, halt Verbrechen und so, ne? Und am Ende stellt sich heraus, dass das so ein weirdes, dass der nicht entkommen konnte und dann von der Polizei gecatcht wird, aber dass das so ein weirdes, eine weirde Form von Gerechtigkeit war, weil er sich gar keine normalen Pornos angeguckt hatte, sondern Kinderpornos. Ah, okay, verstehe. Verstehst du? Und das ist dann so richtig, das macht dich die, also ich habe lange keine Serie mehr gehabt, die mich mit jedem Szenario, weil du würdest ja meinen, dass irgendwann mal du sagst, ach, die Folge war jetzt aber nicht so gut. War aber nicht so. Es war faszinierend, dass jede Woche, also was heißt jede Woche, ich habe es ja auf Netflix einmal geschaut, dass jede Folge irgendwie tatsächlich es immer wieder spannend gemacht hat und immer wieder komplett, die auch so unterschiedlich waren. Das eine war dann halt in einem richtig weirden Zukunftsszenario, wo irgendwie alle irgendwie so halb versklavt waren und dann irgendwie, wenn du rausgesehen hast, die Welt wirklich ganz anders aussah. Bei manchen hättest du aber auch glauben können, das war halt London so wie existiert. So, ne, und da sind dann halt statt normalen Bienen, das war so ein bisschen Aufhänger, synthetische Bienen rumgeflogen und mit denen, die hat dann halt jemand gehackt und mit denen dann Leute umgebracht und so ein Scheiß.
Aber es ist ja auch gar nicht so abwegig, dass es irgendwann vielleicht ist, hat mir dann ein Kollege erzählt, mit dem ich darüber gesprochen habe, dass es in aller Öffentlichkeit erstochen wurde. Dass es synthetische Bienen ja tatsächlich in Entwicklung sind, weil es ja, weil Bienensterben ja ein sehr reales Problem ist. Und das ist dann wieder so fuck, weil du denkst, also das ist halt das Geile an der Serie, ne? Manchmal sind so ein paar Szenen ein bisschen plakativ, das stimmt schon. Aber trotzdem halt nicht zu sehr, dass du denken würdest, ach, das ist jetzt aber stumpf oder so. Es ist halt alles im richtigen Maße, fand ich. Und deswegen fand ich es echt interessant. Und zwischendurch sind mal wieder bekannte Schauspieler immer wieder drin. Also zum Beispiel aus Game of Thrones einer auch. Bran, den kennt man dann halt, wenn man Game of Thrones guckt. Oder halt auch der aus Ex Machina, der Rothaarige, der auch in Force Awakens den Kommandanten spielt und so. Er ist halt der Protagonist des Films. Okay. Ja. Gibt es. Ist ein rothaariger Typ. Spoiler. Damn. Das heißt, du weißt, er hat keine Seele und deswegen ist der Film gespoilert. Oh, er ist der Roboter. Am Ende wird er von den Nexen verbrannt. Weil er keine Seele hat und Roboter haben genannt. Oder. Boah, das wäre echt pseudo. Naja. Also, der spielt auf jeden Fall mit. Und in Force Awakens, das hast du ja, glaube ich, gesehen, da spielt er ja diesen Kommandanten. Ach, der, okay. Ja, da, vergiss mal, wie er heißt. Hux, glaube ich, oder? Isaac, irgendwas. Und Bill Weasley hat er auch gespielt. Weiß ich nicht. Oder war Hux jetzt der Böse? Nee, das war Snoke. Dann war es Hux, oder? Ach so, im Film, ja. Klar, kann gut sein, dass das so heißt. Ja. Okay. Genau. Der auch dann so diese Pseudo-Nazi-Rede da vor den ganzen Stormtroopern gehalten hat. Eine super sinnlose Szene fand. Die hätten sie auch rauslassen können. Ja, weil er es ein bisschen mit seinem Rollen in R übertrieben hat und so. Ich fand es insofern sinnlos, weil ich mir gedacht habe, das war so, okay, wir müssen jetzt irgendwie die noch böse darstellen, so ein bisschen provozieren. Komm schon, Nazis noch irgendwie mit rein. Genau, es passt schon. Also, keine Ahnung, fand ich. Ja gut, das Imperium, das war... Ja, das Imperium ist im Generellen natürlich auch so irgendwie. Mit SS und Mänteln und was weiß ich was. Aber trotzdem fand ich die Szene irgendwie unnötig. Ich finde, die hat es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ja, es war ein bisschen over the top. Die ja. irgendwie so, Wobei ich die Szene, also die dann quasi im Anschluss kam, beziehungsweise ist eigentlich dieselbe Szene, ganz cool fand, als weil es so ein bisschen Tragik hatte, tatsächlich mit den Planeten, die dann zerstört wurden. Das war halt so... Und weil es cool aussah, wie Kylo Ren auf diesem Schiff steht und dann diese Laserstrahl da vorbeifliegt, der sich dann spaltet und so. Ja, das cool war das schon geil. Okay. Ja. Jetzt muss ich wieder an dieses Video denken mit Doom und Star Wars. Oberheimark. Oh, so gut. So perfekt geschnitten. Das passt einfach so. Verlinken wir auch mal, damit ihr jetzt wisst, worüber wir reden. Also wer The Room kennt, ist ja einer, also ist ja der Film, der als der schlechteste Film verschrien ist, schon seit langem. Ja, ich glaube, mit dem auch Tommy Wiseau da so seinen Namensstatus bekommen hat, oder? Ja. Ja, genau. Und genau. Und da haben die das halt ziemlich gut so rausgemaßt und dann mit Star Wars zusammengeschnitten. Es ist hilarious. Hilarious. Very, very funny. Very funny. I like it. Okay. Okay. Jetzt muss ich überlegen, ob ich noch irgendwas sagen wollte. Weil sonst habe ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Andererseits sind wir natürlich auch schon wieder bei einer Stunde. Fällt mir gerade so auf. Ja. Also der Eddie war in der Türkei, der ist eben zurückgekommen. Tatsächlich. Ich hatte anders gewettet. Nein, Spaß. Ja. Ich glaube, das ist höchstwahrscheinlich nochmal ein. Weil es über G20 wollen wir, glaube ich, nicht reden. Für einen ganz eigenen Podcast. Aber höchstwahrscheinlich ist es auch besser, nicht drüber zu reden, weil, wie man ja so weiß, Internet und Politik. Sind so zwei Dinge, die man bei Podcast kommentieren meistens nicht so viele. Deswegen, wir haben auch noch einen kleineren Channel, da ist das alles noch gut zu machen. Da kann man noch politische Themen teilweise nehmen, aber. Ah, oh, da waren auch viele Sachen, die so dumm waren. Egal. Ja, ja. Ich freue mich auf Game of Thrones heute. Wird bestimmt das kann super. Ich mir vorstellen, ich freue mich nicht auf morgen, weil morgen muss ich arbeiten und muss was vorstellen bei dem Kunden. Gar keine Lust. Dann muss ich mir vorstellen, wie du jetzt an der Kasse sitzt und dann auch so ein Schild zeigst. Hier, sehen Sie, Kunden, haben wir ein neues Angebot. Nee, ich muss... Ich war letztens auch nochmal in einem Supermarkt, in dem ich mal gearbeitet habe und also der ist eh schon so ein bisschen räudig, kann man einfach mal so sagen. Aber der ist halt, keine Ahnung, Kilometer von meinem Haus weg, deswegen ist das so, ja. War das halt die logischste Konsequenz, bei dem zu arbeiten und bei einem anderen.
Auf jeden Fall, der ist echt räudig. Erstmal haben die da Salat verkauft, der schon seinen Tag abgelaufen war. Wo ich mir gedacht habe, was ist denn hier los? Das wäre aber, als ich da gearbeitet habe, wäre das nicht passiert. Und zweitens, es ist ja seit geraumer Zeit so, dass bei Zigaretten jetzt auch noch diese Abschreckbildchen, wie in anderen Ländern halt auch drauf sind. Und dann haben die an den alten Automat, der unfassbar räudig ist und nicht funktioniert, genauso wie der Kartenautomat. Und dann bist du als Angestellter, wenn du an der Kasse sitzt, immer so, fuck, bezahl nicht mit Karte. Oh Gott. Das war richtig schlimm. Oh Gott. Ich hab's gehasst. Nichtsdestotrotz haben die dann da diese Bildchen, weil die den Automaten irgendwie, dass das nicht digital war oder und so weiter, sondern halt alles analog, uralt, haben die ausgeschnitten, einfach ausgedruckt, auf DIN A4-Papier ausgeschnitten, dann da draufgeklebt und nicht mal anständig draufgeklebt, sondern so einen Streifen und dann sind die so halb zusammengerollt, weil die wenn es so trocknet, dann rollt sich Papier so zusammen. Es sah so schlimm. Ich habe mir gedacht, wie, was, warum? Ich stand an der Kasse und wollte fast was sagen. Dann habe ich aber gesehen, an der Kasse sitzt halt auch nur so ein Mädchen, was halt so wie ich irgendwie auch damals, ne, ich habe mit 17 oder so da gearbeitet, die halt genau denselben scheiß Ferienjob macht wie ich. Und der kannst du das halt jetzt nicht antun, wenn ich da irgendwie der was zu sagen so, ne? Ah, das ist so schlecht alles. Und die können auch nur existieren, weil es in diesem Dorf hier keinen anderen Supermarkt gibt. Sonst, fast für die. Weißt, gut, im Nachbarort, wenn du ein Fahrrad oder ein Auto hast, aber für die Rentner gibt es halt nur, die gehen halt da einkaufen, weil die nirgendwo anders hinkommen. South Park denken mit der Folge mit Comcast. Wo er dann immer seine Nippel so aufklappt und was hier. Oh, jetzt müssen wir noch mal kurz über Rick and Morty reden. Oh, okay. Rick and Morty ist für mich das neue, also keine Ahnung, South Park ist irgendwie so, gucke ich einfach nicht mehr so ewig. Ich kann aber auch gar nicht sagen, warum. Ja, und Rick and Morty, ja, ich weiß nicht, es ist irgendwann halt, wenn das ist genauso wie mit den Simpsons oder so, da hat es halt irgendwann 15 Staffeln und du denkst dir so, ich weiß nicht, ich muss sagen, bei mir in letzter Zeit hätte ich tatsächlich so viel so weiß ich nicht, es wird irgendwann, finde ich, redundant. Ich weiß nicht. So im Gefühl halt, auch einfach, weil du die Charaktere eh so überall gesehen oder kannst du ja nur auf Deutsch schauen. Weiß ich nicht, vielleicht ist es aber auch nur subjektiv. Kann sein, keine Ahnung. Mir zu mir auch auf jeden Fall Rick and Morty habe ich dann irgendwann auch geguckt, die ersten 2 Staffeln und es war halt wirklich einfach geil. Und auf Amazon Prime, glaube ich, gibt es ja gefühlt keine Serien. Wobei es Firefly gibt, das ich auch mal schauen wollte. Firefly gibt es auch auf Netflix. Verstehe nicht, warum ihr alle kein Netflix Weil das erste Jahr zumindest bei Amazon Prime umsonst war. Weil sonst hätte ich höchstwahrscheinlich auch kein Amazon Prime. Mein Problem ist, hätte ich schon gern Netflix. Aber es sind halt dann wieder irgendwie 10 Euro im Monat. Und ich habe momentan bereits schon so viele, so kleine Summen, die immer auf mich zukommen jeden Monat. Und deswegen ist das gerade innerlich so ein Kampf, der sich da immer abspielt. Einerseits hätte ich es schon gern, hätte schon wieder Bock. Andererseits denke ich halt auch, brauchst du es jetzt nicht zwingend, unbedingt? Solltest du deine Zeit eh höchstwahrscheinlich besser nutzen? Im Zweifelsfall kann ich nur empfehlen, das machen ein paar Freunde. Sich einen zu teilen da. Dass sie sich einen Account teilen, weil du ja eben mit 2 Usern gleichzeitig gucken kannst. Und dann ist es halt nur halb so teuer. Ja. Funktioniert halt auch. Und dann, du kannst ja auch 2 Profile anlegen, dann kann sich jeder auch seine Listen da machen und so. Und dann musst du nicht die ganze Zeit sehen, dass irgendwer sich da weirde Sachen angeguckt hat und deswegen dir weirde Empfehlungen gemacht werden. Sondern kannst du halt deine eigenen weirden Sachen schauen. Kennst du dieses eine Meme, das ist glaube ich auch uralt. Mit, wo irgendwie auf so einem Videoservice so sucht nach Home Alone, ne, so Home Alone, Home Alone 2, Home Alone, keine Ahnung, 3 oder was weiß ich, und dann irgendwie Horny Moms, Home Alone with their Dildos. Well, that escalated quickly. Okay. Ich habe, by the way, vor ein paar Tagen auch auf Facebook, habe ich den von Kevin Alliance aus, Jungen, da mal ein Bild gesehen, wie der heute aussieht, so. Und es war dann, ich hasse auch auf Facebook diese ganzen von Viral Thread oder so geposteten Sachen, die immer so übelst clickbaity sind. Ja. Ich hasse das. Naja, aber sie haben zum Glück bei diesem Forscherbild, da war es dann auch direkt zu sehen. Und weswegen ich mir nicht denken musste, nee, ihr Ficker, ich klicke jetzt nicht drauf, sondern ich habe es halt schon gesehen. Deswegen muss ich sowieso nicht draufklicken. Und nicht aus Protest nicht draufklicken. So, sondern
Und der sieht echt abgefuckt aus. So, wow. Punkt. Ja, keine Ahnung, so übelst irgendwie, keine Ahnung. Ja, enttäuschend. Enttäuschend. Wo war das nochmal? Wo ich war es? Vielleicht war es auch nur auf dem Bild und deswegen war es halt so Clickbait. Vielleicht sieht er halt normalerweise auch normal aus und hatte halt einfach nur, keine Ahnung, die Nacht keinen guten Schlaf. Jetzt weiß ich wieder, woher das enttäuscht kam oder woher ich es gerade vorstellen muss von Dingen von, was ich ja, was heißt letztens auch schon ein bisschen her, auch gesehen habe. Fury Road. Mad Max Fury Road. Mediocre. It's by the way auch auf Netflix. Ja, ich weiß, ich habe es aber auch als Blu-ray. Und, oh, das muss ich auch noch einen kleinen Rant loslassen. Alle Blu-rays, die ich mir am Anfang gekauft hatte, also was war das? 2001, Odyssey im Weltraum und noch so ein paar andere, hatten alle keine Werbung. Und ich dachte mir, okay, Blu-rays haben keine Werbung mehr, weil eigentlich macht es auch keinen Sinn, warum es überhaupt dort Werbung geben sollte. Aber ich war schwer enttäuscht festzustellen, letztens auf ganzen 2 Blu-rays, die ich noch zwar schon längere Zeit hatte, aber noch nicht angesehen hatte, Werbung drauf war. Nämlich auf, auf Dread. Du kannst aber schon direkt zum Menü skippen. Nein, ne? Genau nicht. Unskippbare Werbung. Was denn? Und genau das ist der Grund, oder mit unter anderem der Grund gewesen, warum, es ist halt einfach so blöd. Wieso haben Leute, die es illegal anschauen, ein besseres Erlebnis als jemand, der zahlt? Es ist so dumm. Es ist einfach so behindert. Es regt mich auf. Vor allem dann ist es auch noch so sinnlos. Was bringt das denen? Die Werbung von den fucking Trailern, die ich da jetzt sehe, bei Fury Road, ist mittlerweile halt fast ein Jahr, oder? Wann kam Fury Road? Ein Jahr, glaube ich schon. Ein Jahr alt oder so. Als ob das jetzt noch. Es ist einfach nur blöd. Keine Werbung bitte auf Blu-ray. Es ist einfach nur absolut hässlich und scheiße und behindert. Ich wette, das war Sony. Ich hasse Sony. Dann Spaß, aber das wäre es, keine Ahnung. Oh, jetzt muss ich wieder an so viele dumme Sachen denken. Oh, ehrlich. Erstens muss ich jetzt nochmal, das habe ich in den letzten Tagen jetzt so, nachdem ich dann, also die letzten anderthalb Tage besser gesagt, habe ich mir wieder relativ viel zu Monster Hunter angesehen. Ah, ich freue mich so auf dieses Game, das ist so unfassbar. Weil das, keine Ahnung, ich habe das halt als Kind und Teenager die ganze Zeit auf der PlayStation und PSP gespielt, mit den Kollegen zusammen. Das war immer sehr entertainend. Und da kriege ich erstens jetzt, die haben mich perfekt getriggert. Erstens kriege ich da voll Throwback-Gefühle, so die Nostalgie. Andererseits hast du halt einfach Bock drauf. Jetzt, ich freue mich drauf, wenn wir das dann auf Steam, einfach perfektes Koop-Game. Ah, herrlich. Ich liebe sowas. Da freue ich mich richtig drauf. Ja, das ist schon geil. Geil. Ich bin ja auch immer noch innerlich gespannt zu, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, seitdem es auf PC angekündigt wurde, speziell halt auch auf Battle.net, habe ich Bock auf Destiny 2, aber na, egal. Okay. Ja, nee, da weiß ich, bin ich jetzt letztens schon wieder dann halt, keine Ahnung, als alle, ich spiele die Beta, die kommt ja im August dann auch für PC, die Open Beta, aber ich weiß nicht. Also der Multiplayer, der war enttäuschend. Keine Ahnung, der war halt erstens, also es gibt halt diesen einen neuen Modus, wo du halt nur ein Leben hast und so ein bisschen CS-mäßig aufgebaut, halt du hast 2 Bombenspots und so ein Scheiß. Aber das fand ich dann halt so, ja, naja, ich weiß nicht, ob sowas Taktisches, wie es ja alle irgendwie meinen, so, das passt einfach auch nicht zum Gameplay von Destiny, finde ich. Aber ich habe es auch noch nicht selbst gespielt, vielleicht ist das ja dann eine ganz andere Experience, kann sein. Und der normale Multiplayer war immer noch so random, wie er in Destiny 1 war, meinen alle. So dieses normale, was auch immer, Deathmatch und was auch immer, ne? So. Ja, wenn dann würde mich, keine Ahnung, auch mehr so der MMO-Part interessieren, also so hin und her gerissen. Raids und so. Das kann ich mir lustig vorstellen, aber andererseits so ist halt auch wieder blöd, Stärke. Dass, also sowas macht halt nur Spaß, wenn du Leute hast, die auch so ungefähr auf deinem Level sind. Und das ist halt mein Problem meistens mit MMOs, dass ich halt, dadurch, dass ich halt auch noch auf 2 oder auf mehreren verschiedenen Plattformen spiele, einfach halt gefühlt nur die Hälfte der Zeit für jede Plattform habe. Ne? Und deswegen komme ich halt dann meist bei MMOs nicht wirklich so weit oder die anderen laufen mir halt dann davon, weil die spielen dann halt dann die ganze Zeit oder oft oder viel des MMOs, das halt gerade geht. Zum Beispiel Warframe war so eine Sache, was ich am Anfang sehr gern gespielt habe. Aber dann sind die anderen, die haben es halt auch so richtig angefangen,
wieder am PC, weil die haben ja früher schon mal gespielt. Und dann, als ich das angefangen hatte, haben die auch wieder angefangen. Aber die haben dann halt sich jetzt auch ein neues relativ DLC krass raus. Reingesteigert und sind halt irgendwie zig Millionen Level über mir dann gewesen. Und für mich ist es dann halt langweilig, weil dann komme ich mit denen mit auf irgendeine Mission. Die ziehen mich da schon durch, das ist kein Problem. Aber ich kann halt effektiv nichts tun. Ich gehe halt gefühlt nur mit denen mit und schaue, dass ich nicht sterbe. Weil ich mache keinen Schaden. Ich kann ja effektiv nichts tun. Und dann ist es halt irgendwie nicht so geil. Und dann macht es auch keinen Spaß, weil man fühlt sich selbst irgendwie so semi-useless. Und ja. Und es ist halt nur cool, wenn du irgendwie Leute hast, mit denen du oft zusammenspielst und die dann halt auch ungefähr so auf einem Level sind mit dir, weil sonst ist es halt echt so, ja, okay. Und ja. Deswegen wird das höchstwahrscheinlich wieder wie immer nichts. Aber egal. Das, ja. Das Problem wirst du bei Montana, obwohl, ja, je nachdem. Also, es ist nicht ganz so extrem, sagen wir so. Wahrscheinlich. Außer es ist plötzlich ganz anders, das Game. Aber in der Regel war es halt so, wenn der eine hatte dann halt ein bisschen besseres Equipment und so. Aber da gibt es ja nicht irgendwie, dass du dann noch Skills hast oder Fähigkeiten und so. Du kämpfst halt einfach nur. Und bist nur du und deine Waffe gegen ein Riesenmonster, Bitch. Ja, und ja. Ne? Klar, also wenn jetzt jemand gerade erst angefangen hat und der andere schon 100 Spielstunden hat, das macht schon einen Unterschied. Aber wenn du jetzt 20 Spielstunden weniger hast, dann ist das jetzt nicht unbedingt so schlimm. Kein Gamel-Briaka. Ja. Nee, das ach, das wird so toll. Alright, aber ich glaube, in ich hab auch schon die Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt bald in 1,5 Stunden zugehen. Ja, ja. Glaube ich, sollten wir hier auch unsere Zuhörer langsam wieder entlassen, insofern noch einer da ist. Wobei ich sagen muss, dass ja tatsächlich, glaube ich, schon längere Zeit mehr machen. Hallo Jonas. Hi. Ja, das war's. Okay. Hallo Jonas. Whoever you are. Okay. letzter Musikempfehlung. Okay. Ja, haben wir natürlich dann noch abzugeben. Es gibt so viel. Ich weiß nicht, ich hab... ich bin einfach mal top aktuell, ja. Passenger hat ein neues Album rausgebracht, The Boy Who Cried The Wolf, und ich füge einfach mal den Titeltrack hinzu. Ist cool. Und muss aber auch sagen, dass er jetzt eine Pause machen wird, wohl, angeblich. Mhm. War ja letztes Jahr noch auf dem Konzert. Ja, und der hat jetzt irgendwie 5 Jahre Run gemacht, so Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und jetzt macht der erstmal eine Break. Was aber auch verdient ist, weil der relativ viele Alben rausgebracht hat und die alle eigentlich konsequent gut waren. Bei manchen Leuten fragt sich so, wie geht das, weil wenn du die alle 1,5 Jahre ein Album rausbringst, ist schon crazy. Ja, das ist schon nicht ganz so einfach. Aber hey, manche Leute haben da irgendwie das Durchhaltevermögen. Ich war letztens auch recht überrascht, weil ein Kerl irgendwie jede Woche ein Lied gemacht hat. Was ist natürlich bei meistens, wenn du halt erstens alleine, wenn du so DJ bist, weil es halt einfacher geht, weil du es am PC machen kannst, DJ. Meistens zumindest. Und zweitens, weil du nur eine Person bist und deswegen nicht ich mit anderen Leuten treffen musst oder so, um irgendwas zu tun. Aber selbst trotz dieser Dinge ist es schon relativ hart, irgendwie jede Woche irgendwas rauszubringen, was auch noch halbwegs anhörbar ist. Und deswegen war ich etwas überwältigt. Ja. Gut. Das wär's dann. Ja. Wir hoffen, der Latecast war late genug für euch. Darf ich auch noch ein Lied? Und zwar, weil mir aufgefallen ist, dass ich auch noch etwas aus dem anderen Genre... Hättest du jetzt gesagt, wenn ich Nein gesagt hätte? Naja. Ja, ich bin nicht davon ausgegangen, dass du gesagt hättest. Egal, was ich sagen wollte ist, ich habe nämlich noch gar kein Synthwave-Lied auch empfohlen, wie mir auffällt. Synthwave. Und deswegen muss ich das auch jetzt nachholen. Und deswegen ist das mir nur der Liedname entfallen. Warte, ich habe sie irgendwo in irgendeinem Tab offen. Aber ich habe so viele Tabs offen, das ist schlimm. Das ist sehr schlimm. Ja, jetzt der ist bestimmt Fallen. Nein, der Interpret selbst heißt, den habe ich von ihm, kenne ich ja bisher nur ein Lied, weil ich noch nicht dazugekommen bin, den näher auszuchecken. Aber der Interpret selbst heißt Street Cleaner. Ja, und das Lied heißt Enemy Territory. Aber jeder, der Synthwave mag, dem wird das eventuell gefallen. Deswegen können wir das gerne anhören. Ja. Okay. Gut, wir können auch schon mal anteasern, vielleicht, dass wir eventuell
Wir wollen uns natürlich nicht festlegen. Eine Special-Ausgabe vom Latecast bald machen werden. Ja. Ja. Das, da könnt ihr euch dann drauf freuen, insofern das hier davor. Was mich daran erinnert, dass ich nur noch den E3-Podcast fertig machen muss. Ich habe heute weitergeschnitten tatsächlich, aber es ist, ich bin bald bei einem Viertel. Okay. Ja, also ich meine, die E3 ist ja auch gerade mal anderthalb Monate her. Top aktuell für unsere Verhältnisse. Wieder nicht. Was ist denn mit Versus Season 2? Ja, es ist schön. Ich hatte den Trailer halt angefangen und dann habe ich irgendwann, keine Ahnung, hatte ich so eine Lücke. Dann habe ich halt aufgehört, überhaupt zu schneiden, überhaupt irgendwas zu machen. Weil halt andere kreative Projekte mich voll eingenommen haben, yo. AKA Schreiben. Wo ich übrigens sehr stolz sein kann, dass ich jetzt nur noch ein Kapitel schreiben muss und dann fertig bin. Und das ist wirklich, da muss ich natürlich nochmal über alles rübergehen und so, ne? Klar. Trotzdem. Aber trotzdem kann ich sagen, ich habe ja mal nachgeguckt, man zählt das ja bei Büchern eigentlich selten in Seiten, weil das ist ja total relativ, je nachdem Schriftgröße, Zeilenabstand und so. Deswegen ist das der Word Count. Und hab mal so geguckt, so, ja. Also ich bin mit meinen, was ist das, 160.000 Wörtern bisher ganz gut dabei. Nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall mehr als, ich glaube, das ist ungefähr so viel, nee, das ist zwischen, ich habe dann immer geguckt, weil so bekannte Werke, dann kann man sich das besser vorstellen, ne? So die jeder kennt, so gefühlt. Das ist, glaube ich, ungefähr zwischen Harry Potter und der Gefangene von Azkaban und der Feuerkelch irgendwo so dazwischen. Aber in der englischen Variante, der Wordcount. Ich weiß nicht, wie es in der deutschen ist. Ja. Weil, keine Ahnung, ich habe die ganze Zeit so gedacht, boah, du hast eigentlich gar nicht genug zu schreiben, so, ne? Ja, so vom, aber du hast gar nicht genug zu erzählen. Und dann hat sich das irgendwann so plötzlich so, oh fuck, du hast ja schon voll viel. Und keine Ahnung, da war ich dann plötzlich schon über viele Sachen hinaus, so allein über den ersten Harry Potter oder auch, keine Ahnung, über den ersten Herr der Ringe, glaube ich sogar, und so Sachen. Das ist dann, man denkt immer so, boah, das sind ja viel mehr, als ich jetzt je schreiben könnte und so. Und dann plötzlich, bam, steht man da und liest, dass ein Verlag sowieso eher lieber Erstlingswerke nur veröffentlicht, wenn es weniger Wörter hat, weil. Ja. Klar, ist auch, weil meistens, glaube ich, neigen die Leute eher dazu, dann das Langweilige abzudriften und zu viel zu auszumachen, was sie selbst dann halt. Nein. Ich schwafel nie. Okay. I don't schwafel. Ja, es war ja nicht speziell auf dich bezogen, ja. Es war aber wenn du es natürlich selbst direkt auf dich beziehst, was soll mir das sagen, Silas? Vielleicht habe ich zwei, drei Mal geschwafelt. Na, Spaß. Alright. Ich habe okay. Naja, gut. Jetzt aber endlich. Kommst du vor, wie erinnerst du dich? Abschalten hier wie Löwenzahn. Erinnerst du dich noch an jetzt die, Move an die hier. Alten Tage mit ich gehe offline? Ja, so kam mir das hier langsam vor. Ja, das kann man jetzt auch noch kurz erzählen. Ja, so eine 360-Zeiten, als wir immer Reach gespielt haben oder Halo 3. Und dann waren wir irgendwann die ganze Zeit in der Party und alle sind offline gegangen. Und dann war es einmal, das war intensivst, das war, glaube ich, sogar noch mit X-Taxis auch noch. Dann war das halt so, wir haben durchgemacht. Naja, aber jeder hat mir gesagt, so, ich gehe jetzt dann offline. Ist halt die Sonne dann kam wieder ein neues Gesprächsthema. Und dann ging es wieder 2 Stunden gefühlt. Ja. Und ja, so weiter und so fort. Naja, gut. Man könnte quasi meinen, das war Vorbereitung auf den Latecast. Alles, das war Training, das Bootcamp. Ja, weil man muss ja erstmal lernen, so viel random Kram zu Leute reden. Haben Probleme, das ist tatsächlich nicht einfach so, als wäre. Ne? Geht dann einfach der Gesprächsstoff irgendwann aus. So, zack. Und dann wissen sie nicht, was sie tun sollen. Ja, oder sie reden über Banalitäten. Ja. Nie über Banalitäten, um das hier. Nie über Banalitäten. Um das hier mal klarzustellen. Nee, aber es gibt ja, keine Ahnung, das ist natürlich super subjektiv, Banalitäten. Aber ich hasse das, wenn Leute anfangen über. Also. Zum Joke kannst du das ja machen. Oder wenn es um Gewitter geht oder so. Aber wenn die sagen, boah, letzte Woche hat aber die Sonne schön geschehen. Ja, das finde ich dann so, ja, okay. Goodbye, wir haben nichts mehr zu sagen. Wir haben nichts mehr zu sagen. Ich will die Scheidung. Das ist auch cool. Ja, keine Ahnung, das finde ich immer so. Das ist so dieser offensichtliche Trigger für, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Muss aber irgendwas sagen. Weil ich hasse das auch,
wenn Leute das Gefühl haben, sie müssten jetzt reden und können nicht einfach mal ihre Fresse für fünf Minuten halten. So. Das ist immer so, du merkst, dass sie sich unwohl fühlen, wenn nichts gesagt wird. Das ist aber komisch, zum Teil. Also es kommt immer sehr drauf an. Aber es geht nur mit bestimmten Personen, wo das funktioniert, dass du nichts sagst. Weil es eher öfter als... Ja, wenn du sie gut genug kennst halt in der Regel. Bei Leuten, die es nicht so kennst. Weil dann also, ist das halt eh egal. Oder so, das ist immer so. Am schlimmsten ist immer, Leute in öffentlichen Verkehrsmitteln zu treffen. Nummer eins, weil du nicht mehr Musik hören kannst. Nummer zwei, weil du dich nicht laut unterhalten kannst, weil überall Leute um dich herum sind und die Bahn. Ich weiß nicht, ich verstehe aber genau, was es ist. Das ist so eine weirde Atmosphäre in meinem Bus und Bahn, weswegen du dich nicht so gerne darunter hältst. Ich weiß nicht. Es ist halt auch, ich finde das komisch. Also du sitzt dann dir immer gegenüber. Ja, ich habe. Und wenn du halt, das ist ich habe immer das Problem, dass das ich halt. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe halt gefühlt jeder andere, ich weiß nicht, worüber andere Leute da und reden. Ich glaube im Zweifelsfall über irgendwelche Saufgeschichten. Aber ich habe jetzt nicht so viele Saufgeschichten. Und dann geht mir immer schnell irgendwie... Weißt du nicht noch das eine Mal als Hörsel? und dann, keine Ahnung, dann habe ich halt immer so mehrere Optionen. Über Games will ich nicht reden. Erstens, weil ich es selbst irgendwie hasse, in der Öffentlichkeit über Games zu reden. Und auch so, weil ich außerhalb von irgendwie online nicht so gerne über Games rede. Nummer zwei wäre dann irgendwie Kamerazeug, aber das ist halt auch sehr nerdig und speziell. Ne? Nummer drei wäre Computerzeug. Ich rede nicht gerne über meine Interessen. Das ist halt noch nerdiger und spezieller. Also, somit, ja. Ich weiß halt. Also, auf jeden Fall finde ich es schwierig, in öffentlichen Verkehrsmitteln zu reden. Ich finde es halt auch immer nervig, wenn andere, die du halt nicht kennst, sich dann mega laut unterhalten. Weil, keine Ahnung, das stört halt im Zweifelsfall auch. Ja, keine Ahnung. Und am schlimmsten sind ja die nicht mal, nicht mal verstehen kannst, dass sie sich gerade laut unterhalten, weil sie einen Gesprächspartner haben und weil die halt einfach nur am Telefon hängen. Ich finde es. Wenn es halt ein wichtiges Telefonat ist und kurz ist, dann ist das ja okay. Aber wenn die halt stundenlang am Telefon labern und keine Ahnung. Ich muss sagen, es kommt immer sehr drauf an. Erstens, wie die Leute reden. Ich hasse immer die Leute, die so mega, so übertrieben. Und dann, was ich auch immer hasse. Ja, das sind ja diese extrovertierten, mega lauten Leute. Was ich dann auch immer hasse, sind dann so die Leute, die sich nicht gescheit artikulieren können. Dann die ganze Zeit mit Digger und so umherwerfen. Weil an sich habe ich nichts gegen die jetzt speziell. Aber es macht mich irgendwie aggressiv, so zu sehen, zu was ihre Sprache verkommen ist. Also ich möchte jetzt natürlich nicht von mir selbst behaupten, dass ich hier die mega Ausdrucksweise schlechthin habe und hier voll krass unterwegs bin, was das angeht. Aber es gibt halt Leute, die halt echt simpel unterwegs sind, was so ihren Wortschatz angeht. Und dann, wenn sie schon diesen komischen Assag-Akzent haben, dann so, das macht mich innerlich irgendwie, auch wenn sie ansehen, dass sie vielleicht ganz nett sind oder so, es macht mich irgendwie aggressiv. Ich kann nicht sagen, warum. Aber, Digga. Ja. Egal, wir haben schon wieder hier ein paar Minuten rausgequetscht. Jetzt wollen wir echt mal aufhören, glaube ich. Ja. Ja. Sonst wird es, wir gehen wieder so über in alte Random-Talk-Gefilde. Ja, der Late-Cast ist ja eigentlich auch der Sucks. Niemand darf es wissen. Der Hackers ist ja eigentlich auch der Successor. Das ist eigentlich so ein, wie nennt man das? Nur halt. Ein Wolf. Wir haben uns Grenzen gesetzt. Ist euch das mal aufgefallen? Oder so ähnlich. Deswegen sind ja die Pausen, da existieren die, damit wir selbst nicht zu random werden. Damit wir irgendwann sagen, okay, wir müssen dieses Thema jetzt abschließen und nach der Pause fangen wir mit einem neuen Thema an. Sonst passiert sowas hier. Das haben Wissenschaftler, haben jahrelang studiert, um das herauszufinden, dass das der Weg ist. This is the way. Psychologie oder so. Oh, by the way, Arnie hat heute Geburtstag. Echt? Ja, this is the way. Wusste ich gar nicht. Habe ich vom Rolling Stone gelesen. Okay. Wow, muss ich gleich mal auf Twitter rumchecken. Alright, egal, ich muss höchstens noch was tun, deswegen sollte ich jetzt wirklich offline gehen. Und deswegen muss ich jetzt das hier leider beenden. Diesen schönen Talk, den wir hatten. Mein Name ist Avid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Man hört sich. Ja, trash, ne? Ciao. We'll be right back.
Latecast, ganz schön sick.